So, jetzt müsste es an und für sich funktionieren. Also wie gesagt, was wir gerade angesprochen haben, darum habe ich gesagt, das nehme ich jetzt nochmal auf, weil es interessant ist. Es ist eigentlich immer interessant. Es ist also so, dass die Selbsterkenntnis überhaupt kein Akt ist von Intellekt. Das kann ich nicht oft genug sagen. Und diese einfachen Beispiele, wo ich bringe, die ich immer wieder wiederhole, Karin, du wirst merken, dass das bei dir noch gewaltig hakt. Und wenn ich bei dir meine, meine ich dem, den du dir ausdenkst. Ich will jetzt nicht wieder diese ganzen Hierarchien erzählen, sondern ich stelle dir jetzt ganz einfach mal ein paar Fragen, die hochinteressant sind, dass ich hier in einer gewissen Weise jetzt dich einmal frage, meinst du, ein Stein kann dich beobachten? Nein. Ein klares Nein. Interessant ist, wenn man jetzt den Stein, ich habe jetzt schon, wenn wir uns einen Stein ausdenken, ist ein Stein ein Gedanke. Und ein Gedanke kann den Denker niemals beobachten. So Der Denker ist. kann seine Gedanken beobachten. Jetzt pass auf, jetzt setzen wir das Wort Stein, streng mal und wir setzen dafür Gott. Glaubst du, Gott kann dich beobachten? Und in dem Satz sind natürlich viele, viele interessante Aspekte drin, weil der Gott ja genauso ein Gedanke ist, den ich mir jetzt ausdenke, der mich angeblich beobachtet. Aber sobald ich mir jemanden denke, der von diesen von mir gedachten Gedanken beobachtet wird, ist doch derjenige, der beobachtet wird, eventuell auch nur ein Gedanke. Beide im Die Prinzip. größere Frage ist letztendlich, wer denkt sich jetzt diesen Gott aus, der irgendeinen Brösel beobachtet, mit dem der, der sich beide ausdenkt, verwechselt, wenn du ich sagst. Du bist es. Das muss man auf sich wirken lassen. Das habe ich so oft durchdacht, Das weil ist ich habe eben, und du der gut fällst immer zugehört. wieder runter. Das heißt, was du machst, musst du bewusst machen. Und das Bewusstsein selbst, all diese Definitionen, wer mehr oder weniger Bewusstsein hat. Wenn ich mit dir die Tausenden von Videos aus dir heraushole, die es gibt über Bewusstsein, wirst du feststellen, du musst eigentlich, wenn du es verstanden hast, nach einer Minute abschalten. So ist Das es. geht schon los, dass die von einem Bewusstsein sprechen, das man haben kann. Oder ein Bewusstsein, das wächst. Bewusstsein kann weder wachsen, noch kann man das besitzen, weil Bewusstsein etwas ist, was nicht denkbar ist, weil es immer ist. Das ist diese schöne Metapher, die sich jetzt durchzieht. Und alles, was auftaucht aus dem Bewusstsein, sind die Gedanken. Und die Reduzierung zum Beispiel. Wir hatten jetzt im Chat so eine Zeile, wo ich reinschreiben ließ, von wem auch immer, die wir uns jetzt ausdenken. Letztendlich denken wir das jetzt. Ist dieses Nichts und Alles. Und da wurde ganz kurz diskutiert mit dem Nichts und Alles. Ich sage immer wieder, nichts ist etwas, was du nicht denken kannst und alles ist auch etwas, was man nicht denken kann. Um jetzt das uns bildlich vorzustellen, kann man wieder das Wort Nichts aussprechen. Das habe ich so oft wiederholt, aber dieses Geräusch, das jetzt auftaucht, ob ich jetzt das ausspreche, auch nur als Gedanke, mir nichts denke. Es ist kein Unterschied, ob du das jetzt als Person ein sinnlich wahrgenommenes Geräusch draus machst oder ob es nur ein feinstofflicher Gedanke ist. Nichts ist nichts. Dieses Geräusch. Aber das weist auf etwas hin, wo man eigentlich wissen sollte, dass das eben für einen nicht gedachten Gedanken steht. Und alles oder unendlich ist im Prinzip auch nur ein Geräusch, wo ich mir keine Vorstellung davon machen kann, weil nur das Wort alles, dieses Geräusch alles, ist nicht alles. Also ist es definitiv nichts. Das ist jetzt sehr vage, aber ich erkläre dir das jetzt einmal in einer anderen Perspektive, dass ich immer wieder sage, wir setzen für nichts unser All oder L, wie wir es aussprechen, also 1,30 in Zahlen gesprochen, diese 31, die jetzt erst einmal im Hebräischen nichts bedeutet. Und ich sage, da gibt es zwei Formen von nichts. Das spreche ich in Ich bin, du schon ganz am Anfang an. Und das Le heißt ja auch nichts. Wir haben im Hebräischen vier Wörter, die unter anderem eine Negation darstellen. Das sind die ersten zwei, dieses El, Le. Und um sich das vorzustellen, erkläre ich das ganz einfach in Ich bin, du, dass ich sage, du denkst jetzt mal irgendeinen Gegenstand aus, einen Apfel. Wenn wir jetzt materiell denken und wir würden jetzt diese Atome, die man sich in den Apfel reindenkt, die wird man in einen unendlich kleinen, praktisch nicht mehr bauen Punkt implodieren lassen. Dann ist der Apfel ja weg. Und dieser Punkt, wo alles, was da war, in diesen einen nicht mehr unendlich, unendlich kleinen Punkt hineinfällt, diese Implosion, wo sich alles befindet, das aber praktisch nichts ist, weil es weg ist in dem Moment. Das ist die All oder L ausgesprochen.
Und wenn wir denselben Apfel nehmen, wir können alle testen mal die Atome, die wir uns jetzt ausdenken, wenn wir uns einen Apfel so vorstellen, naturwissenschaftlich, wir würden die explodieren lassen. Und zwar jetzt nicht nur die Atome auseinanderströmen lassen als Ding an sich, sondern auch jedes Atom, jedes Einzelteilchen nochmal auseinanderfallen lassen. Und jetzt denk einfach, jetzt mache ich den Sprung zu einem Sternwerfer. Wenn du eine Wunderkerze in die Hand nimmst und die brennt, dann spritzen aus der Wunderkerze spritzen die Funken raus. Das nenne ich ja Geistesfunken. Und jetzt ist interessant, wenn du es mal genauer anschaust, dass jeder Funke, der diese Wunderkerze verlässt, selber auch Funken, kleinere Funken aus sich raussprüht, im Ideal. Und jeder dieser Funken noch kleinere Funken aus sich raussprüht und jeder dieser Funken wieder kleinere Funken. Das ist wie so ein Verzweigungsbild. Das ist leer. Und zwar bis sich das bis in die Unendlichkeit, in unendlich vielen Teilen zerstreut hat, dann ist der Apfel auch weg. Das sind jetzt die zwei Formen von Nichts und Alles, weil jetzt habe ich mir in einem unendlichen Raum, den ich mir ausdenke, um mich herum denke, habe ich unendlich viele Nichts mehr. Also es ist nichts mehr Wahrnehmbares, nichts mehr Denkbares da, also wir denken uns jetzt die Nichts wieder, oder ich lasse dieses Unendliche in einem Punkt zusammenfallen, das ist ja auch nichts. Und jetzt haben wir zuerst einmal die Definition von Nichts und Alles, beides ist nicht denkbar. Und jetzt machen wir das Beispiel mit der 200 Gramm rote Knete. Man braucht einfach nur Fantasie. Ich sage immer, wir denken uns jetzt erst einmal dieses erste Nichts. Denken wir uns hier als die 200 Gramm rote Knete. Wir machen praktisch aus diesem voll implodierten in einen nicht mehr denkbaren Punkt, machen wir 200 Gramm rote Knete, die das symbolisiert. Und ich sage immer wieder, wenn wir jetzt die Form der Knete verändern, verändert sich an der Knete absolut überhaupt nichts. Egal, was ein träumender Geist, rot geschrieben, der nicht denkbar ist, aus dem letztendlich alles entspringt und wieder zurückkehrt, der immer ist, der seine Gedankenwellen anschaut, es ist im Meer, derselbe Geist. Egal, ob jetzt da bloß ein kleines Kräuseln an der Oberfläche ist oder ein Riesensturm tobt oder Solidone, diese Monsterwellen, es ändert nichts an dem Meer. Wir können jetzt auch den Kreislauf mit einflechten, was natürlich jetzt so eine Sache ist, dass man jetzt sagen kann, da verdunstet Wasser, wird zu einer Wolke. Du wirst aber feststellen, dass insgesamt das Spiel gleich bleibt, weil jetzt haben wir wieder das Spiel mit dem Apfel, mit der Blüte und so weiter und so fort. Ich habe eine Frage, bevor ich die vergesse, weil ich ja weiß, ich muss nachher sowieso noch mal ganz lange über das nachdenken, was du sagst. Mir ist vollkommen bewusst, dass ich natürlich alles, was in meiner Welt wahrnehmbar ist, dass es letztendlich in meinem Geist stattfindet. Meine Frage ist, das Angebot der Pixel aber, die in meinem Geist dann zu einem Bild werden oder zu etwas, was ich vielleicht sogar anfassen kann, das Angebot der Pixel, das kommt doch dann, ich muss es ja mit meinen Worten ausdrücken, mehr habe ich nicht. Es ist alles eigentlich schon tausendmal gesagt, Karin. Kann ein träumender Geist, den du dir jetzt als Geist denkst, kann der sich raussuchen, was er träumt? Natürlich nicht. Und dieses Angebot, das kommt von Gott, ist das richtig? Das heißt, nicht einmal von Gott, das ist Gott. Das ist diese Ursubstanz. Lass uns bei der Gnede weitermachen, dann wird sich deine Frage von selbst beantworten. Okay. Das heißt, alles, was prinzipiell an der Oberfläche in Erscheinung treten kann, das ist die Form der Gnede. Klar. Das ist zwangsläufig auch ein Le. Die Gnede kann unendlich viele Formen annehmen. Das ist einmal das Erste, was dir klar sein muss. Aber jetzt ist es, solange wir uns jetzt einmal diesen Geist als 200 Gramm rote Knete denken, ist die Form als Ding an sich eigentlich nichts. Ich mache jetzt wieder mal ein raumzeitliches Beispiel. Ich habe also hier früher, wenn irgendwelche Leute bei mir da waren, habe ich gesagt, pass auf, wir denken uns 200 Gramm rote Knete und ich mache jetzt aus der roten Knete eine Tasse. Dann forme ich so die Tasse. Und dann sage ich, okay, und jetzt forme ich die Gnede um und ich mache aus der Gnede eine Brille. Okay, dann forme ich die Gnede um und ich mache aus der Gnede eine Computermaus. Und ich frage dich jetzt, was ist das? Dann sagt jeder, wenn ich die Tasse hinhalte, ich mache aus der Gnede eine Tasse, ich frage dich, was ist das? Dann sagt er eine Tasse. Dann mache ich eine Brille draus, ich halte die Brille dem vors Gesicht, ich rede jetzt raumzeitlich normal, ich frage dich, was ist das jetzt? Dann sagt er Brille, dann mache ich eine Computermaus, ich halte die Gnede vors Gesicht, ich frage dich, was ist das? Und er sagt der Computermaus. Und dann sage ich, Blödsinn, das ist 200 Gramm rote Gnede.
Ich habe dir jedes Mal 200 Gramm rote Knete vors Gesicht gehalten. Aber du hast vorher nicht gesagt, bewegen wir uns in der Gedankenwelt oder in der materiellen. Das ist ja gemein. Ich habe jetzt ganz gezielt gesagt, wir denken einmal in der materiellen Welt. Aber okay. Das, wenn du das mit einem normalen Menschen jetzt in deinem Traum machst, würde er das genau machen. Wenn du das jetzt erklärst, du nimmst die Tasse in der Hand und ich frage dich, was ist das, dann sagt er Tasse. Klar, natürlich. Und dann sage ich, jetzt fahren wir mir die Knete um und dann hältst du einen Teller vor ihn hin. Das ja, wir haben die ja umgeformt. Wir können das auch mit Knete kurz machen. Dann sagt er, das ist ein Teller. Und ich sage, nee, das ist Blödsinn, das ist ein 200 Gramm rote Knete. Das heißt, richtig. Der träumende Geist, der immer ist, der ständig Gedankenwellen aufschmeißt, der sieht immer nur die Unterschiede der Oberfläche. Und das kann man natürlich jetzt stufen, weil ich immer sage, es ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Das ist auch, wenn du am Computer sitzt und in einen Chatroom reingehst. Das sind nur Worte. Offensichtlich weiß das jeder, so schreiben die, die mir uns jetzt ausdenken, aber das setzt schon wieder voraus, dass du eine Vergangenheit machst. So ist. Dass das so, du schmierst, ich sage mal so einfach, du schmierst, du glitscht immer wieder aus auf den raumzeitlichen Denken. Und dann denkst du dir jetzt so viele aus, die hier diskutieren. Und da ist so viel einseitige Rechthaberei. Die können kein Bewusstsein haben. Aber jetzt sage ich, prinzipiell, Gedanke von dir hat sowieso kein Bewusstsein. Das heißt, sobald du in diese Individualisierung gehst, ich könnte hier reingrätschen in einem Fort, aber in dem Moment würde ich denselben Fehler machen wie dich. Ich rede jetzt einmal bewusst als Udo. Ich setze mich jetzt einmal als Brösel unter Brösel. Und wie oft soll ich noch sagen, die Kritik, die irgendeine Figur in deinem Traum äußert, sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird, wenn jetzt zu dir einer sagt, der Banane schmeckt scheiße. Heißt es noch lange nicht, dass dir die Banane auch nicht schmeckt? Es sagt alles aus über die Einseitigkeit dessen, der kritisiert. Egal, was du kritisierst. Wie mächtig. Auf jeden das Fall. Erinnert dich an das Beispiel hier mit diesem kleinen Bildchen, diese Enthauptung der Frau, dieser Nachrichtenausschnitt. Du wirst lachen, habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nicht, worüber sie reden. Sei froh. Es ist jeder, der das anschaut, wenn du ein normalmenschliches Programm hast, wirst du komplett entsetzt sein. Es ist nämlich ein Unterschied und jetzt sind die vier Stufen der Vergessenheit. Es ist jetzt ein Unterschied, ob ich das in einem Zeichentrickfilm darstelle, ob ich das in einem Horrorfilm darstelle oder ob ich jetzt meine, das sind Nachrichten. Es ist so unendlich mächtig, sobald du Nachrichten oder Zeitungen in der Hand hast, das sind eben unsere Stufen der Vergessenheit. Dass ich dieses Beispiel hunderte Male, tausende Male schon hingewiesen habe und du wirst permanent feststellen, dass die Figuren in deinem Traum, selbst die diese Schriften studieren, und das sind nicht, es geht hier, das sind Gedanken, darum steht vor allem, es gibt nichts und niemanden, den du dir ausdenken könntest, der das verstanden haben kann. Es kann nur der Geist verstehen, der mir jetzt zuhört. Das ist das Wichtigste an Holofeeling, ist definitiv, dass ich sage, meine Botschaft richtet sich nur an den, der sich jetzt in diesem Moment dieses Video anschaut. Und der sich das Video anschaut, der das sieht, der jetzt diese Stimme hört, ist nicht der Trockennasenaffe, der du zu sein glaubst, weil der auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Ich rede letztendlich mit etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. Und das, was nicht aber in Erscheinung treten so kann, gemacht. Es gibt da nicht viele Sachen, die nicht in Erscheinung treten können, das ist nur ein Einer. Darum sage ich immer wieder, das ist der Erste. Der Erste hat vergessen, dass er der Erste ist. Hast du aber so gemacht? Hast dir was beigedacht? Selbstverständlich. Das sind auch wieder so einfache Sätze. Dieser Erste ist vollkommen allein. Jetzt ist ja schon die Eins, isoliert betrachtet, kann gar nicht existieren. Das ist in allen Religionen dieses berühmte Spiel der Trinität. Das heißt, sobald du dir was denkst, ist es eine Gedankenwelle, dann sind schon zwei da. Weil zu der Gedankenwelle ist ein Unterschied. Du brauchst einen Unterschied. Das Klar. ist übrigens in Ich bin du, wenn du nachliest, da heißt es, um etwas wahrnehmen zu können, muss ein Unterschied da sein. Ich sage immer, ein weiß geschriebenen Name auf einem weißen Blatt Papier siehst du nicht. Und wir machen das einmal ganz abstrakt, heißt es in Ich bin du. Das heißt, wir brauchen zwei Dinge, selbst wenn wir die jetzt als Nichts definieren. Das nenne ich dann ein Nichts-Nichts. Wir brauchen ein Nichts-Nichts, da müssen zwei Nichtse sein, die sich unterscheiden. Und das ist Implosion und Explosion. Okay. Das heißt, wobei wenn das du nur ja die Implosion wäre, hast, ist nichts da. Wenn nur die Explosion da ist, ist auch nichts da, weil wir ja gerade am Anfang erklärt haben, dass beide Sachen zu keiner Vorstellung führen. Im Extrem gedacht, alles implodiert, ist ja nichts da. Jetzt müssen wir uns natürlich dieses Nichtseiende schon wieder irgendwie einen Unterschied zu etwas machen. Und das sind jetzt zwei Nichtseienden, die sich widersprechen,
obwohl wir nicht von irgendwelchen Dingen reden, sondern von zwei Zuständen, die nicht existieren. Das nenne ich nichts und alles. Okay. Jetzt muss ich zur Gnede zurück. Jetzt muss ich zur Gnede zurück. Du musst jetzt nämlich wissen, dass wir doch gesagt haben, unsere 200 Gramm rote Gnede symbolisiert dieses implodierte Alles. Mhm. Und das immer ist. Alles, was in Erscheinung tritt, ist ja immer nur im Moment da. O-M-M. Das Memim. Du hast jetzt das blaue Wasser, das zwangsläufig immer den Wellenbalg und den Wellendorn darstellt. Und das, was im Moment da ist, das Existierende, das ist jetzt schon die kleinste Form von Le, wenn man das abstrakt denkt. Wenn ich es immer so mache, das ist jetzt Le, ohne dass man das definieren. Ich kann jetzt sagen, das ist der Berg und das ist das Tal. Das ist hell und das ist dunkel. Ich kann auch sagen, das ist ewig und das ist ewig und das ist ständig verändern, sich verändern. Okay. So rum müssen wir es machen. Das ist immer und das ist die Oberfläche, die ständig zum Schwingen anfängt. Das heißt, aber jetzt, kleinen Moment, Karin. Dass okay. In dem Moment, wo du dieses These-Antithese-Bärchen, das ewige, immer Seiende, zwangsläufig gehört ein sich ständig veränderndes dazu, ist natürlich dieses Ewige, das wir uns jetzt denken, diese Wellenhälfte, ist natürlich auch immer nur dann da. Das ist das Überlegen. Das heißt, ich bin in mir und sobald ich mir etwas überlege, da haben wir das U mit den zwei Bündchen trieben, BR, Ballon erweckt. Mhm. Le ist auseinandergeschmissen, das ist Explosion, GN heißt geistige Existenz, eine auseinandergeschmissene geistige Existenz. Und wenn du das einmal verstanden hast, es geht nicht, dass man Hebräisch lernen muss, sondern darum sage ich immer wieder, die Grundsymbolik dieser Lautwesen, dieser Zeichen, nur in Rot-Blau wirklich verstanden haben, und ich habe so oft gesagt, du kannst jedes Zeichen mit jedem Zeichen austauschen. Und dann kommt dieses Spiel plötzlich mit dem Hebraisieren, mit dem Deutsch, was man dann nicht zum Deuten brauchst du Deutsch, aber das funktioniert in allen Sprachen der Welt. Schon ausprobiert. Das tausend weit ist, wenn dein jetzt kommt, wenn das Bewusstsein sich erweitert, ein Bewusstsein kann sich, wenn sich, ich könnte jetzt, wenn man weit räumlich verstehen, erweitert sich dein Bewusstsein, sobald du zum Denken anfängst. Weil das Bewusstsein selber ist ja unsere Implosion, unser Punkt, in dem sich alles befindet. Ich sage immer wieder, der Urknall, bevor er geknallt hat. Mhm. Und das ist sehr wichtig, wenn ich immer sage, was wir hier machen, ist nicht irgendwelche raumzeitliche Esoterik, Religion oder Naturwissenschaft. Weil nämlich all diese drei groben Denkmodelle, Esoterik, Spiritualität, wie die das nennen, dann Religion ist ja schon wieder ein spezieller Bereich, wo es dran geht, dass man an einen ausgedachten Gott glauben muss. Und dann die Naturwissenschaften, der Atheist, der mit Gott nichts zu tun hat. Der meint, alles ist Materie, im Anfang war die Materie. Aber all diese Dinge sind ausgedacht, Karin. Wer denkt sich das aus? Und egal an wen du jetzt denkst, das ist er nicht. Das ist für mich vollkommen klar. Ich habe also nach dem Medizinstudium dann ja mich in Richtung Quantenphysik bewegt, einfach weil es mich interessierte. Und habe auch nie gearbeitet als Mediziner, also nach dem Studium gleich alles sein lassen, weil mir klar und bewusst wurde, ich müsste mir ja Kranke schaffen, damit ich die wieder heilen kann. Das war zu einer Zeit, da war Holofeeling noch nicht da. Aber da bin ich dann schon gedanklich andere Wege gegangen. Und was du jetzt beschrieben hast, das wäre für mich so, aha, im Beginn müsste also ein Akt sein, ein Gedankenakt, ne? Dieses Implodieren, Explodieren. Den Beginn hin. Alles, was beginnt ja. Jetzt und es endet jetzt. Pass auf, die Quantenmechanik hat das große Problem, wo ich also hier schon hinweise, dass es alles vom Tisch ist. Wenn du die Metaphern, vom Tisch meine ich jetzt nicht, dass da was falsch ist. Ich betone ja immer wieder, du wirst, da hören die Leute nicht zu, du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, keinen Sinn, keinen Wert hätte, dass das nur falsch wäre oder nur richtig wäre, richtig und verkehrt. Das ist alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Es geht bloß, was ist jetzt wirklich da und wer ist es, der das beobachtet? Erinnere dich an dieses Selbstgespräch, das hast du mal die mathematischen drückliche Schlüsse. Das heißt, du arbeitest mit Mathe. Das heißt, du arbeitest mit gelerntem Wissen. Klar. Dieses Mathe ist jetzt die große Frage, benutzt du das geistreich oder als Mardikos, als Dummkopf, als Dürr, als geistloser Schwätzer. Und jetzt wirst das du feststellen, egal ob ein Biologe oder ob ein Quantenphysiker auftaucht, das geht beim Doppelspaltexperiment los. Wir machen aber ganz kurz, ganz einfach. Das kann ich jetzt übrigens gleich reinsetzen, als dieses mathematischen Trugschlüsse Teil 3. Da wollte ich drauf eingehen.
Das ist also hier sehr, sehr wichtig, dass du zuerst einmal unterscheiden musst, ob du etwas in deinem Bewusstsein auftaucht und du definierst es als sinnlich wahrgenommen, als Realität. Und da ist jetzt schon interessant, dass das Wort Realität baut ja auf den lateinischen Wort res auf, das heißt einfach nur Sache Ding. Eine Sache Ding, eine Form, eine Gestalt. Das heißt, Realität definiert man normalerweise ist immer in Verbindung mit irgendeinem Gegenstand, mit einer Sache, mit einem Ding, was jetzt durchaus auch feinstofflich sein kann, weil da geht es dann schon los. Alles, was aus dem Mesokosmos, aus dem sinnlich wahrgenommenen Bereich heraustritt, egal ob es größer wird, der Makrokosmos oder kleiner wird, ausgedachterweise ist es ja nur eine feinstoffliche Information. Ich sage immer wieder, zeig mir Wassermolekül. Kann irgendein Mensch, wenn mir jetzt in deinem normalen Denkrhythmus, wenn irgendein Mensch hier anfängt zu denken, kann irgendein Mensch Wassermoleküle entdecken, wenn das nicht irgendeiner, wenn er das nicht wüsste? Natürlich nicht. Nein, weil das nicht real ist. So Das ist es. heißt, nur derjenige, der in seinen Schwamminhalt, erkläre ich jetzt nicht, das müsste bekannt sein, der in seinen Schwamminhalt, in Klar. seinem Erziehungsprogramm, wenn er so programmiert ist, wenn man ihn erzählt hat, das ist so, kann er das in seinem darstellenden Bewusstsein in Erscheinung treten lassen. Aber wie wurde Natürlich. das denn jetzt entdeckt? Vorsicht, wir denken uns schon wieder eine Vergangenheit. Da sitzt einer da und der grübelt über irgendwas nach und dann fällt ihm was ein. Ich habe das im Selbstgespräch immer gebracht mit dem Kopernikus. Wir denken uns jetzt einen Kopernikus aus, der sitzt in seiner Wüste, sagen wir mal, oder der sitzt auf einem Berg oder irgendwo und schaut in den Himmel, der hat diesen prächtigen Sternenhimmel. Und jetzt kommt ihm der Gedanke dieses heliozentrischen Weltbildes. Der Witz ist, wenn der in den Himmel hochschaut, sieht er nichts anderes, wie wenn du jetzt als Brüssel hochschaust. Solange du personifiziert bist, ich habe zum Beispiel hier vor 25 Jahren zu den Leuten gesagt, man hat mir erzählt, dass die Sterne sich bewegen. Ich habe es noch nie gesehen. Ich will jetzt aber nicht sagen, die bewegen sich, sondern ich sage, das hat man mir erzählt, aber offensichtlich bin ich blöd, weil ich habe es noch nie gesehen, wenn ich hochschaue, stehen die wie eine Eins. Ich habe ja noch nie gesehen, dass sich die Sonne sich bewegt. Was meinst du, wie viele Diskussionen ich als Brösel hier schon mit normalen Menschen hatte? Ich, wir reden jetzt einmal ganz normal, die hier ganz massiv Einspruch, die mit aller Gewalt ihr Glaubenssystem am Leben erhalten wollen. Wo sie Das dann bei macht ja den auch Sternen vielen mit den Angst. Fixsternen kommen, die sieht man doch. Ich sage immer wieder, du bringst jetzt ein Ding, wir reden einmal von einem normalen Sternenhimmel. Ohne Fixsterne, ohne was, oder von der Sonne. Ich weiß, das Schöne ist übrigens mit der Weißenburger Karin, die hat vor vielen Jahren, vor das bestimmt, ich weiß gar nicht, ist ewig, was vielleicht 20 Jahre oder was, 18 Jahre her, hat die ganz einmal so eine kleine, in Weißenburg eine kleine Gruppe zusammengetroppelt. Da war der Bezi mit dabei und da war dann so Rechthaber mit drin. Und ich sage noch, es ist mir ein leichtes, dich aus dem Gleichdach zu bringen, wo du voll ausrastet. Dann sagt er, mich bringt man nicht so leicht aus dem Gleichklang. Und nachher sage ich immer wieder, lass uns einmal überraschen. Und der ist komischerweise von voll ausgerastet, wie ich mit vorhin erst gesagt habe, dass die Sonne sich nicht bewegt. Ich habe dann noch erklärt, man sagt doch schon, die Sonne steht im Osten, die steht im Süden, die steht im Westen. Ich habe noch nie gesehen, dass die Sonne sich bewegt. Wenn ich hochschaue, steht immer wie eine Eins. Übrigens auch die Sterne. Und Klar. jetzt erinnere dich an das, wir bleiben, ich mache da gleich weiter. Wenn wir jetzt dieses Planetarium laufen lassen auf dem Computerbildschirm und wir schauen hoch und ich sehe jetzt, ich mache mal mit den Fingern so, du hast hier eine Konstellation. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung, eine Stunde später ist die Konstellation hier. Dann sagst du, die sind rübergewandert. Im Computer kann ich natürlich jetzt die Zeit anders stellen, dass ich die wandern sehe. Erinnere dich an den Weißenburg-Vortrag. Das große Problem ist, solange ich auf einen Monitor glotze, sind da statische Lämpchen, die sich nicht bewegen. Und wenn ich jetzt hier Konstellation in der Ecke sehe und ich sehe dieselbe Konstellation dann 2 Stunden später hier, sind nicht die Leuchten, die Lampen rübergewandert. Und man sollte jetzt erst einmal wissen, dass das Wort Stern von dem Wort Star kommt. Feststehend unbeweglich. Genau. Das ist wieder so eine Entheiligung des eigentlichen Sinns eines Wortes. Ein fester, unbeweglicher Stern, ein Strahler, könnte ich auch sagen. Und das ist Klar. einmal die erste große Erkenntnis. Ich komme auf den Kopernikus zurück. Und jetzt pass auf, der sitzt da, der schaut hoch. Und jetzt gehen wir mal mit unserer Logik davon aus, dass der natürlich noch viel mehr Sterne gesehen hat, wenn man wolkenfreien Himmel hatten, weil noch kein Elektrosmog und keine
lichttechnische Umweltverschmutzung da war. Wir haben so einen Leuchtkegel über Städten bei uns jetzt in unserer Gegend. Darum habe ich am Anfang gesagt, er sitzt in seiner Wüste oder auf einer Bergspitze, wo wir kein Streulicht haben. Und dann hast du ja einen ganz, ganz anderen Stand im Himmel, wie wir jetzt den sehen können, weil da ja so viel Filter und Dreck und Umweltzeug in der Luft ist, dass ja die dunkelsten Sterne eigentlich rausfiltern. Ich betone immer wieder, du hörst jetzt Worte und das erzeugt Vorstellungen. Und jetzt pass auf, der schaut jetzt hoch. Selbst wenn du laufend starrst auf die Sterne, die stehen wie eine Eins. Das heißt, du musst irgendwas anders machen, woanders denken und dann machst du dasselbe Bild wieder und dann stellst du fest, Mensch, dieser Orion, der war doch zuerst links, jetzt ist er rechts, wenn du in dieselbe Richtung schaust. Jetzt haben wir wieder unser Gesichtsfeld, wo ich schon erklärt habe, wenn du auf den Monitor schaust, ich kann jetzt durchaus hier in dem Monitorbild im Hintergrund, in Bezug auf den Hintergrund der Karin, kann ich links oben auf die Blumenvase schauen oder auf das Bild. Ich kann den Fokus innerhalb des Bildes verändern, wenn das ein statisches Monitorbild ist, verändert sich überhaupt nichts an den Helligkeiten der Lämpchen. Dazu müsste ich jetzt die Kamera verdrehen, das heißt den Kopf bzw. die Kamera verdrehen, dann habe ich eine Veränderung am Bild. Okay, mach ich das für dich? Das sind zwei Schichten, genau so ist es. Jetzt verändert sich eigentlich erst die Lämpchen, aber die Lämpchen selber verändern sich nur in ihrer Helligkeit, nicht in ihrer Position. Wenn du jetzt den Blumentopf da oben verschiebst, mach das einmal schnell. Verschiebe mal den Blumentopf. Du musst nur die Kamera drehen, den Computer ein bisschen. Nein, die Kamera! Siehst du, du bist noch so normal. Putzig, oder? Du bist noch so normal. Aber das so ist das natürlich. Und jetzt pass auf, jetzt muss ich gleich was einfliegen. Es gibt keine gefakten Bilder. Erinnere, ich kann nur sagen, schau dir den weißen Vordach an. Ein Na, Bild klar. ist ein Bild. Egal, ja. ob das jetzt ein Monitorbild ist oder ob das Farbspritzer am Papier sind. Das ist die Definition von einem Bild. Ein Bild ist was anderes, meinetwegen, wenn du jetzt real, sinnlich wahrgenommen real, zum Beispiel hier einen Blumenstock real anschaust. Aber du wirst jetzt feststellen, dass der definitiv genauso nur ein Bild ist. Nämlich auf deiner VR-Brille. Na klar. Das heißt, wenn du den Kopf drehst und du hast da VR-Brille auf, und das sind jetzt Metaphern, ich knüpfe jetzt das jetzige Wissen. Es hat sich niemals Wissen aus der Vergangenheit in die Zukunft entwickelt. Die Vergangenheit kommt aus der Zukunft. Auch nicht falsch. Es gibt nur die Gegenwart, es gibt es hier und jetzt und alles, was entspringt, entspringt jetzt. Es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt. Jetzt sind wir wieder so weit, ich kann sagen, du kannst dir jetzt da denken, dass da ein Gespräch stattfindet, das du jetzt als Aufnahme anschaust, dass das in der Vergangenheit aufgenommen wurde. Wir wissen, das wird jetzt aufgenommen und wir wissen, das kann nur jetzt angeschaut werden. Und das erste Bild, die ersten Sätze, die ich spreche, die sind jetzt auf der tieferen Ebene immer noch da. Und der Geist, der wächst, das ist wie das Hochhaus, wo ich immer wieder sage, wenn du die Stockwerke hochgehst, das sind wie die Seiten in einem Buch. Bloß mit einem Unterschied, dass du dir jetzt raumzeitlich wieder vorstellst, dass du ein Stock nach dem anderen aufgebaut wird. Denk dir, Liebe, es wird eine Seite nach der anderen gelesen. Aber alles, was jetzt hier neu auftaucht, jede neue Seite, wenn du ein Buch liest, ist schon da, bevor du die anschaust. Diesbezüglich, und jetzt nehme ich gern das Hochhausbeispiel, steht das Hochhaus schon, indem du dich hochwächst. Wir sagen, die Gebärmutter ist, sind die, in einem ganz großen Hochhaus, die Gebärmutter sind die Kellerstockwerke. Sind ja manchmal zwei, drei Kelleretagen. Dann kommst du erste Stockwerk, zweites Stockwerk, drittes Stockwerk und so weiter. Und ganz oben, wenn du bist, bist du im Penthouse. Und jetzt ist es interessant, dass wenn wir jetzt dieses Hochhaus in irgendeine Stadt reinstellen, wo andere Hochhäuser oder andere Häuser drumherum sind, aber das ist das höchste Hochhaus, kommst du in der unteren Ebene, siehst du eigentlich nur die kleinen Häuser um dich rum. Und wenn du dann aus den Häusern herauswächst, siehst du weiter entfernte Häuser und wenn du ganz oben bist, hast du den absoluten Überblick. Was jetzt der Witz ist, dass in dem raumzeitlichen Denken man sich vorstellt, dass wenn ich oben bin, dass das untere nicht mehr da ist. Aber wenn ich doch auf der Seite 65 bin, ist doch die Seite 1, 2 und die Kellerstockwerke immer noch da, weil ich mir das nicht zeitlich in der Longitudinalen vorstellen darf, sondern ich muss das drehen, in der Vertikalen, ich nenne das immer in der Transversal. Drum ist Licht, dein geistiges Licht, ist eine Transversalbewegung. Klar. Da ist natürlich auch immer, und jetzt komme ich ganz kurz hier, mache ich den Sprung zurück zu dem, der hier mit aller Gewalt jetzt nicht akzeptieren wollen, dass sich die Sonne nicht bewegt. Da kommt, ich höre dann immer wieder, das ist doch bewiesen. Ich sage, zeig's mir. Komm, wir können ja rausgehen, zeig's mir und ich zeige dir, dass die steht.
Was ich dir zeige, ist das, was der Erste sagt. Das, was der Zweite behauptet, sind Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du musst auf ein logisches Konstrukt zurückgreifen, auf ein Zeitfenster. Aber was jetzt ganz interessant ist, er war total hartnäckig. Der war dann total hartnäckig. Und dann habe ich dann, für mich habe ich gesagt, okay, du hast recht, nicht du hast recht und ich habe meine Ruhe, sondern ich gebe jetzt auf, die Sonne bewegt sich. Ich gebe dir recht, die Sonne bewegt sich. Dann habe ich eben innegehalten und dann habe ich gesagt, aber jetzt habe ich ein neues Problem, weil ich in der Schule gelernt habe, dass die Sonne im Zentrum unseres Planetensystems steht. Und jetzt kommen wir hier in die Quantenmechanik. Das All des Mesokosmos und Makrokosmos, das hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Mit eigenen Richtig. Augen. Das ist, weil sobald du siehst, gehst du in Selektionen, gehst du in Perspektiven. Du lebst in der Welt von Vorstellungen und die Vorstellungen, die du aufwirfst, in dir hängen von dem Intellekt ab, von dem Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. Darum sage ich immer wieder, du denkst dir den Computer und du merkst es, du hast es oft gehört. Jeder normale Mensch, der meint, der wüsste das. Wenn du das wüsstest, würdest du dich über nichts und niemanden mehr aufregen. Du würdest nicht mehr rechthaberisch einseitige Standpunkte vertreten. Das heißt, die Tierchen, die wir uns im Chat ausdenken, im Holo-Feeling-Chat, ob ich jetzt da Smileys reinmachen darf oder keine Smileys reinmachen darf. Ich glaube nicht, dass der, den du dir ausdenkst, der das angeblich gemacht hat, sich raussuchen kann, dass du dir das denkst. Hast du es gesehen? Nicht. Weißt du, dass du das beschwörst, wenn du sagst, die Fiona hat es geschrieben oder der Ron hat es geschrieben oder der Udo hat es geschrieben? Genau. Das, was ist, dass du mit einem Blick, wo du hier deinen Blickwinkel veränderst, das sind ja ständig wechselnde Bilder. Du schaust hin, du siehst nur Worte und dann siehst du einen Namen und dann denkst du dir schon aus, der das gemacht hat. Denk wieder an Schiller. Festgemauert in der Erde steht die Form des Lebens. Jetzt ist, ich kann nicht oft genug wiederholen. Es ist so unheimlich wichtig, dass du Geist, ich unterhalte mich jetzt nur mit einem Geist, dass du im tiefsten Innern installierst, das ist ja schon in dir drin, du glitschst bloß immer wieder in die Welt der Perspektiven, was übrigens dann die Lebendigkeit ausmacht, dass der Gedanke eines jeden Menschen, und jetzt mache ich in Anführungszeichen, der jemals gelebt hat und der noch leben wird, das merkst du, ist eine raumzeitliche Definition, dass das deine Gedanken sind. Zumindest wenn du ich bist. Und ich ist mit Sicherheit jetzt nicht der Gedanke Udo. Aber alles, was der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dir erzählt, sind doch jetzt deine Gedanken, das sind deine Informationen. Was angeblich ein Einstein entdeckt hat, oder den Schiller, wo ich sage, meinst du, der Schiller kennt diese Symbolik, die ich dir mit der Vordersprache erkläre, festgemauert in der Erde oder in der Erden, erweckte Urteile, steht eine Form aus Lehm, ist das nicht der Adam selber? Genau. Aber kann jetzt, existiert der Schiller überhaupt, wenn ich ihn nicht denke? Der Schiller ist doch jetzt ein Gedanke, den ich rede mal in der roten Ich-Form. Der Schiller, ich bin ja du. Der Geist, der mir jetzt zuhört. Der Geist, der mir jetzt zuhört, schaut seine Informationen an. Und ich erwähne jetzt, dass das Pixelmännchen, der kleine Udo, beziehungsweise der Udo, den du dir denkst, ein Gedanke von dir ist. Du bist der, der sich das jetzt ausdenkt und der seine eigenen Gedanken anschaut. Darum ist alles, was der Udo dir jetzt erzählt in deinem Traum, über dich selbst rot geschrieben, über dieses nicht denkbare Ewige, das du bist, sind jetzt deine Gedanken. Darum nenne ich das Selbstgespräch. Und wenn du die Gedanken dann jetzt mitgehst, wirst du feststellen, dass du bloß immer nickst. Genau. Es gibt bei Holofeeling nichts zu diskutieren. Das überhaupt nichts. Ich kann nicht oft genug sagen, solange ich eine Sprache treffe von Fakten, die jedes Kind hier und jetzt, du weißt, ich muss nicht immer dazu sagen, mit Kind meine ich, du brauchst keine intellektuelle Bildung. Auch in der Quantenmechanik brauchst du keine Bildung. Jetzt springen wir mal ganz kurz in die Quantenmechanik, wir machen unser Doppelspaltexperiment. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gehen in den sinnlich wahrnehmbaren Bereich. Das heißt, wir denken uns jetzt ein Wasserbecken aus. Ob jetzt, dass wir uns gedanklich vor uns hinstellen, wo es in unserem Kopf ist. Und immer dran denken, nicht in den Kopf, den du dir ausdenkst. Nicht im blauen Kopf der Karin oder vom Udo oder von wem auch immer. Sondern im roten Kopf ist das drin. Da sind auch Sachen drin, wenn du jetzt nicht an den Kopf denkst, wo du sagst, ein Leben lang, das ist mein Kopf. Von dem Brötel. Das ist Möglichkeit, natürlich. Der existiert ja auch nur, wenn du ihn denkst. Klar. Darum ist das Split-Green-Beispiel so wichtig, dass ich sage, du bist durchaus in der Lage, da du dir die ganzen Köpfe ausdenkst, die wir jetzt einmal
und denken, dass jeder Kopf was anders sieht. Denk in Weißenburg, wo ich sage, hier, das sind 201, wiederhole es nochmal kurz, wir denken uns jetzt einen Saal aus, wir sind oben, Gott, Geist, wir schauen in den Saal rein und jetzt machen wir uns mal Gedanken, was sehen die eigentlich? Das Erste, was dir klar sein muss, in jedem Kopf ist ein anderes Bild. Das heißt, wenn ich jetzt, da ist ein einziger, wenn ich durch den seine Augen schaue, sieht er nur in Gesichter. Mhm. Dann genau. Ist hier, wir sagen mal so 15, 20 Mann, die sehen komischerweise nur ein aller einziges Gesicht, das sind die in der ersten Reihe sitzen und den Udo anschauen in dem Weißenburg-Vortrag. Dann sind jetzt hier welche, umso weiter, die nach hinten gehen, haben die Hinterköpfe, die haben alle, jetzt hast du mal im Saal, haben alle nur ein Gesicht, aber umso weiter du hinten sitzt, wie uns den hinten sitzen denken, hat ja plötzlich vor sich Hinterköpfe. Wenn du ganz hinten sitzt, hast du zuerst einmal die ganzen Hinterköpfe, aber auch immer andere, weil der auf der linken links hinten sitzt, hat andere Hinterköpfe wie der, der rechts hinten sitzt. Was wir jetzt machen, dass wir uns Gedanken darüber machen, was würden wir eigentlich sehen, wenn wir uns in die und die Stelle hindenken und aus diesen Augen rausschauen. Und darum sage ich immer wieder, der sich ein heliozentrisches Weltbild ausdenkt, die Sache mit der Kugel, die vom Scheinwerfer angestrahlt wird, der ist was anderes wie einer, der sich auf der Kugel befindet. Okay. Das war Assi, das bist du. Ich habe mir ja in meinem Up-Ani-Schaden was gedacht. Und wenn ich jetzt auch Holofeeling überragt, alles an dem dir zurzeit zugänglichen Wissen, im wahrsten Sinne des Wortes, um geistige Welt. Und zwar das ganze Wissen von Religion, von Physik, von allen, es macht das Ganze sogar eins, weil die Frage bei Holofeeling, ob das stimmt oder nicht stimmt, sich gar nicht mehr stellt. Wenn ich es als wichtig ansehen würde, hätte ich es nicht geschafft. Es war das Einzige, was mich überzeugte, dass es alle Wissensgebiete, die ich studieren durfte, und es ist kein einfacher Akt, weshalb ich viele verstehe, wenn sie so das ganze Wissen über den Haufen schmeißen müssen. So ging es mir auch und es war auch gut so. Aber ich habe zugleich auch festgestellt, dass genau dieses Solo-Feeling alle miteinander verbindet. Und das ist da gar kein... Ganz, und da zwar gibt es kein, sogar arithmetisch. Und das ist, so ist es, dass ich jetzt immer wieder diese Symbolik bringe. Jetzt machen wir mal ganz kurz den Doppelspalt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können das durchaus visuell darstellen und zwar mit einem Wasserbecken. Du kannst dir jetzt ein Wasserbecken ausdenken, du kannst da eine Trennwand reinmachen mit zwei Schlitzen, wir können Wellen in die eine Beckenhälfte reinbauen und die Hälfte, wo jetzt die auf die zwei Schlitze, kriegst du die Interferenzen dieser Longitudinalwellen. Aber auch das ist keine kontinuierliche Bewegung, weil was du nämlich real vor dich hinstellst, was jetzt real ist im klassischen Sinne, sind nur ein Arrangement von Pixeln in deiner jetzt symbolischen Cyberspace-Brille. Na klar. Du bist ein träumender Geist. Und jetzt kommen wir in die eigentliche Ebene, wenn die anfangen, sich eine Kathode, irgendeine Kanone ausdenken, dass man dann ja diese Photonen oder die Elektronen abschließt. Und jetzt gehst du schon in die Welt wieder der Vorstellung, die sich nur einer ausdenken kann. Ich sage zu jedem Physiker, die Experimente sind ein einziger Haufen von Lügen. Es ist immer wieder dasselbe Spiel, wo du irgendwann einmal begreifen wirst. Und ich schalte jetzt mal ganz kurz den Bildschirm um, dass du das Bild siehst. Das ist jetzt zum Beispiel ein wunderschönes Exempel für diesen Wahn naturwissenschaftlicher Experimente. Wenn ich sage, dieses Ex-Bari, ich wiederhole nochmal, Ex heißt heraus, Bari heißt um dich herum und das Mendio heißt etwas überlegen, das ist eine Gedankenwelle und Lügen verbreiten, weil du dir diese Gedankenwelle, die hier und jetzt von dir aus von dir Geist, aus von dir träumenden Geist ausgedacht wird, weil du diese Gedankenwelle, die sich hier und jetzt in deinem Kopf Berosche, die mitten dieses Kopfes über den Himmel und Erde erschaffen, das sind die ersten Worte in der Dora, um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Ein Gedanke ist immer nur, wenn du ihn denkst und er ist genauso, wie du ihn dir denkst. Und jetzt ist ganz wichtig, was ist jetzt eigentlich da, wenn ich eine Zeitung lese? Was ist da, wenn ich ein Bild anschaue? Es gibt keine gefakten Bilder. Dass das falsch ist oder gefaked ist, entsteht in dem Moment, wo ich mir einrede, dieses Bild wurde in der Vergangenheit von irgendjemandem, den ich jetzt denke, der ja erst in dem Moment zu existieren anfängt in meinem Kopf, wenn ich ihn denke. Und solange du dir hundertprozentig sicher bist, dass dieser Mensch, den du jetzt denkst, dass der auch dann da außen ist, wenn du ihn nicht denkst, hast du nicht verstanden, was 100% Sicherheit heißt. Okay, und jetzt schauen wir mal hier, das ist ja diese Sache, neuester Stand, man kann Photonen, haben die Wissenschaftler aufgenommen und jetzt lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen, man kann es nicht oft genug anschauen, das ist Komödie oder Geistlosigkeit bis zum es geht nicht mehr. Oben Luft, unten Kunstharz.
Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Sehen Sie das? Nochmal. Man sieht klar, wie der obere Teil, das Licht im oberen Teil, den. Jetzt achtet schon drauf, er deutet mit dem Finger auf einen Monitor und sagt, das ist ein Photon, das fliegt durch die Luft und unten ist das Photon, das fliegt durch den Kunstsatz und die haben das in einem Labor aufgenommen. Am Anfang des Videos sagt er, ich verlinke diese Publikation, da könnt ihr das dann selber nachlesen, was die gemacht haben. Und jetzt kommen wir schon in den Bereich, alles, was du beschwörst, was du glaubst, nur weil du das gehört hast, ist ein Meineid. Klar. Er kann beschweren, dass in der Publikation das drinsteht. Selbst wenn er jetzt in das Labor reingeht, sieht er auch nur irgendeinen Laboraufbau. Ich will ja dann auf dieses Doppelspaltexperiment zurückgehen. Was er sieht, real sieht, ist in dem Fall ein Monitor, wo Lämpchen flackern und auf dem Monitor bewegt sich auch nichts. Aber jetzt achte mal auch auf seine Augen. Ich habe im Elling-Vortrag, gehe ich da genauer drauf ein, da merkst du, das ist Religiosität. Der hat eine physikalische Marienerscheinung. Ja. Und wenn abhängt. Das sind Photonen im Flug, die Sie hier sehen. Betonung liegt auf Flug. Das sind jetzt Photonen im Flug gewesen. Und wir wissen natürlich, wenn jetzt Photonen hier auf so eine Trennschicht treffen. Wir Physiker wissen, dass ja, sobald es da drauf trifft, gibt es ja eine Lichtbrechung, weil sich dann die Geschwindigkeit auch verändert. Wenn das von Luft in Kunstharz oder in Wasser eintritt, zeig mir ein Photon. Verstehst du, das ist das Problem. Ja. Zeig mir das Photon. Und jetzt geht schon los, die ganzen Doppelspaltexperimente. Du kannst mir dann mal Licht zeigen. Ja, es sind reine Vorstellungen, das sind feinstoffliche, logische Konstrukte, die nur von jemandem gedacht werden kann, der das auf seinem Programm hat, dieses Wissen auf seinem Programm hat. Dasselbe gilt für jegliche Form von Esoterik und von Religion. Du kannst dir nur eine Kreuzigung Jesus ausdenken, ich gehe mal davon aus, wir denken uns jetzt einmal eine Welt aus, wir fahren die Zeit etwas zurück, wir gehen hier in den Amazonas-Dschungel, bevor hier irgendwelche Jesuiten anfangen haben zu missionieren. Oder nach Japan. Wussten die was von einem gekreuzigten Jesus? Das sind schon unendlich viele Möglichkeiten. Und jetzt, wenn die ihr Doppelspaltexperiment machen, das sind ja die schönen Aufbauten. Alles, was du im Labor siehst, bis hin zu dem von uns jetzt ausgedachten Teilchenbeschleuniger in Zahn, wo war der jetzt die ganze Zeit? Dieser Monsterbau, diese Milliarden und Abermilliarden an Steuergeldern, die verblasen werden für ihre Ego-Trips. Und was du jetzt hörst, sind nur Worte. Ich behaupte nicht, dass das, was du jetzt denkst, dass diese Physik oder das CERN unabhängig von dir da außen in einer Welt existiert, die auch dann da ist, wenn du sie nicht denkst. Geistigkeit beginnt mit der Dora Beroshe, die mitten dieses roten Kopfes von Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du dir es ausdenkst. Wenn du dir Scheibe denkst, ist es eine Scheibe und wenn du dir Kugel denkst, ist es eine Kugel. Und dann hast du deine ganze Logik, wo du am Leben erhalten willst. Die stellst du vor dich hin, natürlich immer nur, wenn du dran denkst, weil du nur auf diese eine kleine Datei zurückgreifst. Und jetzt ist es ja komischerweise, dass es immer ein Übersystem gibt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video abspielst, musst du wissen, dass dort erst einmal dieses Video, diese Datei ein Ordner ist, in dem sich diese Bilder, die auftauchen auf dem Bildschirm, versteht bitte die Symbolik, alle gleichzeitig befinden, und zwar in einer Form, die ganz anders ist, wie das, was du auf dem Bildschirm als Arrangement von Helligkeit unterschieden siehst. Diese Datei wiederum ist ein kleines Fragment aus dem großen Ordner, den wir YouTube nennen, wo sich Milliarden und Abermilliarden von solchen Dateien befinden. YouTube wiederum, die Internetadresse YouTube, ist wiederum nur ein Ordner von Milliarden vom Ordner im Internet. Exakt. Und genauso musst du das jetzt verstehen, dass ich ja immer sage, betrachte mal symbolisch das Internet als Gott. Klar, kein Problem. Das heißt definitiv, und wir machen da mal einen schönen Sprung, pass auf, Frage habe ich. Eine Frage habe ich, ob ich da richtig drüber nachgedacht habe. Die Antwort auf, warum ist die Antwort schon da, bevor ich die Frage stellen kann, ergibt sich für mich aus der Tatsache, dass alle Lautwesen einer bestimmten Arithmetik folgen. Was bedeuten würde, dass ich zu jeder Frage eine ganz bestimmte Form von Antwort ja nur finden kann oder es geben kann, weil es eine Arithmetik verbindet. Das heißt, die Lautwesen werden bei einer Fragestellung durch eine bestimmte Arithmetik miteinander verbunden und das ist dann die Antwort, sicher.
sicherlich nicht nur eine. Das ist jetzt immer die ausgedachten Lautwesen. Du musst das mal wissen, dass du also prinzipiell ist es so, dass ich immer wieder sage, es sind drei, wir brauchen die Trinität. Wir haben am Anfang gesagt, diese Eins. Sobald du dir eine Eins denkst, müssen mindestens drei da sein, genau genommen sogar vier. Exakt. Und noch genauer genommen fünf. Das ist die 1-4er-Struktur. Ich erkläre es dir, sobald du die 1 denkst, muss ein Gegenteil da sein, was nicht 1 ist. Klar. Es ist nicht gefordert, dass du es jetzt bewusst dir ist. Das ist, wie ich immer wieder sage, die Stille braucht den Lärm. Weil Stille kannst du nicht wahrnehmen. Die 1 wäre jetzt in dem Fall die Stille. Mhm. Und alles die Vielheit, die anderen Zahlen, die wir jetzt nicht denken, ist der Lärm. Die jetzt der Materialist sagt, die ist woanders. Das ist ja jetzt nicht da, weil jetzt ist es ja still. Ja. Wobei ja schon, wenn er sich das Wort still denkt, ein Geräusch da ist, nämlich das Wort still. Exakt. Also sobald du die Eins denkst, die Einheit denkst, ist eine Vielheit da. Ja. Das ist These, Antithese. Wo eine These und eine Antithese ist, muss es eine Synthese geben. Diese Synthese ist jetzt genau genommen eigentlich nichts. Ein ausgedachtes Nichts. Wo aber diese Trinität ist, Antithese, These, Synthese, die man uns jetzt ausdenkt, muss einer da sein, der sich das ausdenkt. Das ist die rote Vier, die sich jetzt das zusammenmacht. Aber sobald ich mir eine rote Vier denke, wo sich alles befindet, ist zwangsläufig auch die These, Antithese, Synthese da, wo das praktisch jetzt das, was sich in der roten Vier befindet, öffnet und zur These, ausgedachter These, Antithese, Synthese wird. Sobald ich mir jetzt dieses geschlossene Vier, die sich öffnet, und dadurch zwangsläufig vor sich These, Antithese, Synthese hinstellt. Das sind ja jetzt vier mit dem Geschlossenen. Muss nochmal einer da sein, das ist die Quintessenz. Jetzt kommt die Metapher, dass wir uns den Tetraederspiegel denken, also einen Tetraeder ausdenken. Und wir denken uns in den Tetraeder ein Licht rein. Das ist der fünfte. Jetzt ist ein sechster da, das muss ja auch wieder vorgestellt werden. Das heißt, es ist immer einer da im Hintergrund, bis er sich wieder selber in den Vordergrund drängt. Und sich zu etwas Gedachten macht, das aber wiederum einen erfordert, der sich das ausdenkt. Das ist jetzt der Weg in deine wirkliche Bewusstheit. Aber ich will zurück zu dem Internet. Das nenne ich jetzt einmal dieses innere Netz. Da haben wir ja hinten mal, wenn ich das Netz, den wir nehmen, das ist blau, das ist ausgeschrieben, da haben wir ja schon eine existierende Zeit. Et 70-400. Wobei Et 70-400, das hebräische Wort für Zeit, genau genommen, eine augenblickliche Erscheinung heißt. Dann heißt ja nicht eine existierende augenblickliche Erscheinung. Das wäre jetzt rot gelesen. Wenn ich das jetzt hier, blau gelesen, Entschuldigung, eine existierende augenblickliche Erscheinung, die 70. Wenn ich jetzt aber das rot mache, wird das N ja zu sein, das E, das Ein, die 70 wird zur Quelle, das Sein ist die Quelle, die immer ist. Das ist das rote T. Okay, aber was ich gerade sagen wollte, dieses Internet, weil mir das gerade in den Sinn, in den Sinus gekommen ist, habe ich ein schönes Beispiel, nämlich dieses Filmchen. Und da haben wir natürlich jetzt schon eine Sache, ich will jetzt da nicht nur der Name, das Englische direkt übersetzt und hebraisiert, sagt eigentlich schon alles. Das ist ein lustiges Lied. Da haben wir schon eine Animation. Unser Ani ist ja unsere schöpferische Existenz eines Intellekts. MT, Matt, ist Mod, ist Sterben, ist Tod, das heißt, das Ani fängt an, raumzeitliche Erscheinungen zu erben. Und jetzt schauen wir ganz kurz rein, und zwar geht es um die Handygesellschaft. Das ist jetzt die Masse, das sind Pixel, das sind jetzt, das ist uns vollkommen klar. Jetzt ist natürlich schon wieder mit der Materialisten, sagst du, Mensch, wer hat sich das ausgedacht? Ich sag ja, du. Du denkst dir jetzt wieder welche aus, die das gemacht haben, die ja nur existieren, wenn du sie denkst. Das heißt, du gibst die Macht eigentlich immer an Gedanken von dir selber ab und sagst, die haben das gemacht. Aber wer hat die gemacht? Verstehst du, wie du dich entmachtest als Materialist, als religiöser Mensch, dass du immer meinst, dein Gedanke von dir ist mächtiger wie du, der kann mehr wie du, obwohl es die doch gar nicht geben würde, wenn du sie nicht denkst? Es geht um das Wiedererinnern. Das ist natürlich der hartnäckigste Trugschluss, das ist so fest in dir drin, diese Kugel. Und Kugel, das wissen wir ja, das kann ich nicht oft genug sagen, K heißt wie eine Welle. Aber du weißt schon, dass ich nicht sehen kann, ne?
Also ich vertraue jetzt einfach mal deinen Worten. Du hast dieses Bild nicht? Nö. Weiter mal einen kleinen Moment. Ich weiß nicht, ich sehe im Moment den Gematrie Explorer. Richtig, genau, jetzt ist er da. Und das ist ja die Kugel, die ich greife immer wieder zurück. Das sollte man, wenn man neugierig ist, selber machen. Wenn man nicht neugierig ist, macht das auch nichts aus. Was jetzt also hier ist, wir schauen uns das einmal nochmal ganz, mir geht es um was ganz anderes. Das ist diese jetzige Gesellschaft. Und jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Wenn du jetzt ein vollkommener Materialist bist. Ja, genau. Ich sehe. Das geht an dem ganzen Video, die klopfen alle wieder auf ihre Handys, stöpfen dann wieder ab. Die fallen zurück, hast du das gesehen? Die fallen dann praktisch in diese schwarze Loch rein. Ja. Black Hole. Das ist ja, das schwarze Loch symbolisiert ja letzten Endes, das schwarze Loch symbolisiert ja letzten Endes hier eine unendliche Implosion, dass das ganze Licht, alles Licht, Materie, alles in einen einzigen Punkt hineingesaugt wird. Das ist doch meine Symbolik für Gott. Ja. Interessant ist, dass jeder, der jetzt ein Materialist ist, der das zweite Gebot bricht, nochmal, das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die Bilder, die du dir ausdenkst, die sind in deinem roten Kopf, die sind hier und jetzt in diesem Zentrum. Und nicht da außen, die sind nur vorgestellt. Wenn wir uns was ausdenken, stellen wir uns das nur gedanklich vor uns hin. Darum heißt ja das Wort Idee, das griechische Wort Idee wird oft übersetzt mit Gestalt und Form, eigentlich altgriechisch eine hier und jetzt gedachte Erscheinung ist eine Illusion, eine ausgedachte Erscheinung, das ist eine Idee. Diese Formen sind immer nur hier und jetzt, das sind Formen unseres eigenen Geistes. Darum ist unser Geist Energie und darum hast du jetzt in den Physikbüchern, dass Energie ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass die Energie sich dabei verändert. Das ist natürlich in der Einstein-Formel nicht ganz ersichtlich, wie das ist, weil diese ausgedachte Energie ja schon auch wieder eine Form ist. Das ist, wenn ich immer sage, wenn wir uns eine Eins ausdenken oder eine Ewigkeit ausdenken, dauert diese ausgedachte Ewigkeit nur so lange, wie wir an Ewigkeit denken. Aber wir wissen ja jetzt, was die rot geschriebene Ewigkeit ist, etwas Nichtdenkbares. Und zu diesem Nichtdenkbaren, das wir jetzt Ewigkeit nennen, gehört zwangsläufig etwas, was sich ständig verändert. Kommt und geht, kommt und geht. Aber wann kommt etwas? Immer jetzt. Ja. Mehr jetzt. Wann geht etwas, wann verschwindet es? Im Er jetzt. Diese Bewegung, wenn ich immer mache, Wolferich, da kommt das Wort Volumen her. Das hat nichts damit zu tun, es gibt keinen dreidimensionalen Raum. Der dreidimensionale Raum ist eine Illusion, der auf zwei Quadratflächen aufbaut, wenn ich das jetzt arithmetisch bzw. geometrisch darstelle. Die Formen sind alle da, das hat bloß keiner erkannt. Aber ich will kurz das Beispiel fertig machen, dass wir das wegleiten. Die Symbolik, wenn ich dir dieses Lied einspiele, haben wir wieder zwei Seiten. Wir haben jetzt die normalen Materialisten, diese unendliche Arroganz, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie in der Vergangenheit von einem Säugetier geboren worden. Und ich sage nochmal, solange du dich selbst zum Affen machst, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, solange du dich zum Affen machst, wirst du leiden. Bis du dann wach wirst. Und du machst dich zum Affen, du hast dich ein hier und jetzt ausgedachtes Leben zum Affen gemacht. Und wenn du in die Zukunft dich denkst, bis zu deinem Grab, das sind doch alles nur Informationen, die nur existieren. Selbst dein physischer Körper, den du durchaus realisieren kannst, sinnlich wahrnehmen kannst, wenn du an ihn denkst. Der existiert nicht, wenn du nicht an ihn denkst. Und wenn ich jetzt nochmal betone, das ist hundertprozentig sicher. Nicht das, was du glaubst, ist hundertprozentig sicher. Was will ich mit einem Namen, der nicht einmal weiß, was 100% Sicherheit bedeutet? Aber dir muss jetzt eins klar sein, dass du dir bis jetzt Autoritäten in der Welt gedacht hast, ob du die jetzt als wissenschaftliche Autoritäten ansiehst. Bring mir einen einzigen Physiker in deiner Welt, einen Wissenschaftler, einen einzigen Ort, der weiß, was 100% sicher bedeutet. Sein Glaube ist viel mächtiger wie diese simple Erkenntnis, die Grunderkenntnis der Arithmetik. Aber jetzt pass auf, wir gehen zu dieser Handygesellschaft. Handy ist ja zuerst einmal diese, ein Symbol für etwas in der Hand halten und die Hand ist ja im Hebräischen das Idee, also JB, JDalet und das heißt eine intellektuelle Öffnung. Wenn wir es rot machen, ist der Gott, der in sich geschlossen ist. Die ausgedachte Hand ist eine intellektuelle Öffnung. Wenn die zwei Hände, ich gehe mal ganz kurz da nochmal rein, das ist Idee, man sollte sich da ein bisschen Zeit nehmen, wenn man das, wenn einen das interessiert.
Und wie gesagt, das findest du in keinem Buch deiner Welt, das du dir ausdenkst, außer in den Holofilmschriften. Das ist nicht irgendwie nachgequatscht. Alle wissenschaftlichen und religiösen oder esoterischen Bücher, die du mir bringst, alle Vorträge, die du mir zeigst, egal ob als Video oder real, ich werde dir beweisen, dass egal, wenn man den Mund aufmacht, der zitiert irgendetwas, was er aus einem Buch kennt oder was in irgendeiner Zeit hat. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, zum Beispiel Künstler, die ein Gedicht schreiben, die ein Lied komponieren. Die haben das mit Sicherheit nicht aus einem Buch oder aus irgendeinem Video, wenn sie wirkliche Künstler sind. Aber die, wo haben die das denn her? Das muss ihnen ja auch einfallen. Verstehst du? Jetzt sind wir wieder in der anderen Richtung. Klar. Wo meinst du, wo das jetzt herkommt, was du jetzt erlebst? Jetzt in diesem Moment. Du erlebst jetzt, wenn du an deinen Körper denkst, du erlebst dich als Trockennasenaffe und der sitzt vorm Computer oder hört sich jetzt diese Aufnahme an. Okay? Das erlebst du. Du erlebst es. Aber wo kommt es eigentlich her? Was sagt deine Logik? Jetzt schau in dich rein, was dein Schwamminhalt dir erklärt. Dass du irgendwann in der Vergangenheit der Udo mit der Karin geskypt hast. Du kannst jetzt sein, dass du Udo und Karin eigentlich gar nicht kennst. Das sind jetzt Pixelmännchen. Du kannst durchaus... Ich kenne ja den Udo und ich kenne die Karin. Zum Beispiel, ich war in dem Weißenburg-Vortrag, den wir uns jetzt ausdenken. Das sind aber 200 Mann, 215 Mann. Das sind so viele, die können weder den Udo noch die Karin persönlich, die haben die noch nie real gesehen, die können die nur aus Videos, den Udo mehr wie die Karin, weil die ja eigentlich das erste Mal erst in einem Video ist. Außer im Weißenburg hat man dich einmal kurz gesehen. Dich, bist es du? Verstehe. Was ist dieses dich eigentlich? Was ist jetzt, wenn du glaubst, du bist die Karin? Aber du bist doch jetzt nicht die Karin, du bist doch jetzt der, der sich das Video anschaut. Merkst du, mir wechseln Bilder aus in deinem Geist. Und dann sagst du, das bin ich nicht. Das war in der Vergangenheit, aber egal was du denkst, das ist hier und jetzt. Darüber, wenn einer diskutieren will, dreh dich sofort rum, das ist eine tote KI. Aber dann wirst du plötzlich feststellen, dass in deiner Welt die Masse, breit ist der Weg die Masse, der Masse in die Verderbnis, dass das alles tote KI sind. Jetzt will ich ganz kurz weitermachen, dass wir da nicht zu eng werden. Jetzt pass auf, J, das ist das erste Mal, heißt es hier Hand, das ist die klassische Übersetzung, ist hier die Hand. Das ist dann Bereich, Besitz, Denkmal, das sind so Unterformen, findest du in Wörterbüchern. Aber wenn wir das rot-blau machen, also das müsste jetzt blau sein als intellektuelle Öffnung, da habe ich schon darauf hingewiesen, der Kommentar ist nämlich eine Textdatei, die hier umgesetzt wird. Da unten hast du es dann im Original, das ist Gott und eine intellektuelle Öffnung, das ist das blaue Idee. Okay? Mhm. Ich behalte alle Fäden in meiner göttlichen J. Jedoch lasse ich UB euch Geistesfunk selbst an den Fäden ziehen. Das ist die Sache mit den Marionetten. Also wir haben dieses Handy. Mhm. Gut, und wenn wir dieses Handy haben, ich habe gerade gesagt zu dir, dass wir wieder zwei Arten von Menschen haben. Wir denken uns, die klassischen Materialisten, für die sind das ja alles Idioten. Die sehen ja vor der Welt überhaupt nichts mehr. Die glotzen ja nur noch auf ihr Handy. Das wird immer krasser. Wenn ich das von der Seite aussehe, wenn das für mich richtig ist, wenn ich so denke, dann muss es ja zwangsläufig eine Kehrseite dazu geben. Das, was mir verkehrt erscheint, machen wir jetzt einmal richtig. Das heißt, die anfangen in diese göttliche Öffnung, in die intellektuelle Öffnung reinzuschauen und die wissen das, dass sie, was sie vor sich haben, nur ein Pixelarrangement ist. Das Handy ist jetzt nur ein kleiner Monitor, wir können dann eine VR-Brille dran anschließen, wenn wir das komplexer machen. Das Prinzip bleibt sich das Gleiche. Die schauen ins Internet rein, die schauen in Gott rein. Das heißt, die schauen in sich selbst rein. Bist du dabei? Ja, klar. Und die fallen dann zwangsläufig in das Black Hole, in Krishna, in dieses Krishna-Loch. Loch hast du übrigens Lebensfrische. Wo sich alles in einem einzigen Punkt abspielt, wo sie eins werden, wo sie alle dieser Schwarze, dieser Krishna werden. Ein allereinziger Krishna. Wir Geist, wir verfügen über das Bewusstsein, dass nicht so niemand, den wir uns jetzt ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Aber was du jetzt plötzlich siehst, dass diese Arroganz der Menschen, die sagen, die Figuren in dem Traum sind alle hirngesteuert, die jungen Leute glotzen ja alle bloß noch auf ihr Handy, die kriegen ja von der Welt gar nichts mehr mit. Die kriegen ja aber sehr viel mit von dem, wo alles herkommt. Wenn man die Symbolik verstanden hat. Die, die jetzt in die Welt schauen, sind die Deppen. Weiter außen gibt es keine Welt, die brechen das zweite Gebot. Bist dabei? Auf jeden Fall. Merkst du, wie sich alles umdreht? Es gibt keine allereinzige Aussage, wo einer behauptet, das ist richtig, wo ich dir nicht beweisen kann, dass das Ding da genauso richtig ist. Du müsstest bloß in der Lage sein, dich geistig beweglich zu machen
Und das ist keine Bewegung durch Raum und Zeit, sondern dass sich ja alles in diesen einen Punkt abspielt, den ich jetzt dein Bewusstsein nenne. Aber dass zum Beispiel die ganzen Köpfe, die wir uns in den Saal wieder reindenken, denk an mein Splitscreen-Beispiel, dass ich das ja nur in deinem Kopf abspielen kann. Und in dem Augenblick, wo du dich einen Trockennasen auf den Kopf zusprichst, dann bist du in einem Splitscreen-Bildschirm. Weil ich erweitere das nochmal. Wir schauen mal hier grob zuerst einmal rein. Wenn du die Programme durchschaust, ist es klar. Ich sage immer wieder, wenn du mit Worten konfrontiert wirst, werden die Worte in dir Vorstellungen auslösen. Jetzt reduzieren wir das einmal auf einen Geistesfunk. Ich nenne das auf ein Indivisionalbewusstsein. Diese Indivisionalbewusstsein sind komplett eigenständige Programme und jedes dieser Programme wirft bei Eingabe Bilder auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Saal sage, das sind jetzt diese Programme, ich sage zum Beispiel, denk einmal, wenn du zum Einkaufen gehst, zu dir im Supermarkt, stell dir bitte jetzt einmal vor, du holst dir eine Milch und du stehst jetzt vor dem Regal, dann wirst du feststellen, dass in jedem Kopf ein anderes Regal, es kann natürlich sein, dass wir uns jetzt welche ausdenken, die in denselben Supermarkt gehen, aber der eine holt sich die Milch und der andere holt sich die Milch. Das heißt, die haben alle dieselben Worte als Eingabe bekommen und jeder baut andere Vorstellungen in seinem Kopf auf. Das habe ich so oft durchgespielt. Geh den Gedankengang mit und du wirst feststellen, das ist so. Und darum habe ich am Anfang des Blindfeld-Vortrags, wenn man den Blindfeld-Vortrag anschaut, gleich am Anfang habe ich darauf hingewiesen, wenn wir uns jetzt zwei Menschen ausdenken, und die treten in einen Dialog. Und der eine Mensch, der den anderen was erklären will, der kann das ja momentan nur mit Worten, in Form von Worten. Das sind wie zwei Computer, wo Daten übertragen werden. Wenn der eine, was er jetzt an Vorstellungen in seinem Kopf hat, den anderen mit Worten mitteilen will, wenn das genau dieselben Vorstellungen in den anderen Kopf auslösen soll, muss zuerst einmal die Voraussetzung gegeben sein, dass der aus den Worten dieselben Vorstellungen macht. Und das setzt man normalerweise in einem Gespräch voraus, dass wenn du dich jetzt in dein Alltagsbewusstsein, ich rede mal von einer alten Karte, wenn du dich mit jemandem unterhalten hast und du unterhältst dich und du sprichst Worte, dass du meinst, dass er, während du sprichst, genau die Vorstellungen in seinen Kopf aufbaut, die du im Kopf hast, wenn du sprichst. Und der wird dir auch nicht widersprechen, weil jetzt müssen wir einen Doppelschritt machen, dass eine Figur in einem Traum sowieso nichts sehen kann und in einem ausgedachten Kopf sowieso bloß das drin ist, was du dir reingibst. Klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, geh in deine Welt und frag die Leute, was Mathematik bedeutet, dann wirst du feststellen, dass praktisch alle sagen rechnen. Wieso? Weil du es glaubst. Weil wir verfügen über das Bewusstsein, das ist die Kiste, jeden Kopf, den wir uns ausdenken, weil ich ja weiß, dass Mathematik rechnen heißt, ich rede jetzt als normaler Mensch, mit normaler Bildung, und es weiß doch jedes Kind, dass Mathematik rechnen heißt. Zwangsläufig wird, aufgrund dieses Glaubens, wird jeder, den du in deiner Traumwelt fragst, wird zu dir sagen, Mathematik bedeutet rechnen. Bis dann irgendwelche Verrückte auftauchen und sagen, das ist was anderes, aber die sind sehr selten zu finden. Stimmt. Das würde ja bedeuten, dass ich noch so doof bin. Nein, du bist überhaupt nicht doof. Das ist die große Sache, ist, von wem redest du jetzt von ich? Wenn du dich jetzt beziehst als der Trockennasenaffe, der du bist, der ist einfach nur eine Erscheinung. Und wenn du es als Geist siehst, ist es das Eigenartige, dass ja alle Seiten gleichzeitig da sind. Das heißt, du denkst dich zurzeit auf eine gewisse Seite. Aber wir können das Spiel gern, ich könnte dich auch jetzt noch reifer machen oder unreifer machen, weil der Geist ist ja eine Stufe höher. Der Geist selber, der liest, ist ja niemals, er lebt ja niemals auf der Seite 6 oder auf der Seite 20 oder die Seite 50 als Lebensjahre jetzt, die er sich ausdenkt. Er erlebt ja alles jetzt. Und ich sage immer wieder, wenn ich betone, geistiges Wachstum, etwas, was nicht existiert, kann auch nicht wachsen. Das ist ein Symbol, das geistige Wachstum oder der Anstieg des Bewusstseins. Das Bewusstsein kann auch nicht mehr werden. Das Bewusstsein ist doch immer. Okay. Was sich verändert, ist die Möglichkeit, welche Wellen du aufschmeißt. Exakt. Das heißt, alles, was auftaucht, ist prinzipiell als Seinsmöglichkeit schon in dir drin. Du musst es nur freischalten. Und freischalten tust du vollkommen neue Gebiete durch Interesse. Interesse. Interesse ist inneres Sein. Das heißt, wenn dich was nicht interessiert, es heißt nicht, dass du deswegen ein schlechter Mensch bist, weil ich jetzt wieder sage, es geht überhaupt nicht um Vielwisserei.
Es geht erst einmal, sich bewusst zu machen, was ist man selbst. Ich sage immer, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und hüte dich an der Rolle, die du spielst, irgendwas verändern zu wollen. Das ist ja der größte Trugschluss. Diese ganzen Rechthabereien, die hier in dir auftauchen, sind aber deine Interpretationen von Bildern. Ja. Das heißt, werfe niemals irgendjemanden vor, dass er rechthaberisch ist, weil dann ist er ja nur dein Spiegelbild. Wie war das am Anfang in Du bist ich, was siehst du in mir? Wenn ich als Udo Brösel jetzt mit wirklichem Bewusstsein, der Brösel selber kann kein Bewusstsein haben, das ist die Rolle, die ich spiele. Ich sitze nur schmunzel da und lächle, weil ich jetzt zum Beispiel einen Udo beobachten kann, der auf die Worte reagiert und sagt, wollen die das überhaupt nicht verstehen? Und jetzt ist ganz wichtig, wenn du kein blindes Arschloch mehr bist, bist du eben den Trouble-Schritt gegangen. Und würde ich mir jetzt das Kritisieren abgewöhnen wollen, was natürlich eine Riesenfalle ist, da könnte ich eine Beze-Geschichte machen, der hat einmal so die Phase himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und dann hat er sich ein gutes Gefühl erzeugt, indem er gesagt hat, gut, wenn Gott es festgelegt hat und ich die Rolle eines blinden Arschlochs zu spielen habe oder eines Gangsters, der die Leute überfordert und Kohle macht, dann spiele ich eben die Rolle. Und damit hat er sein Gewissen beruhigt. Das ist, darum geht es überhaupt nicht, weil das Wesentliche hat er nicht erkannt in dem Moment, weil er immer noch meint, er ist dieser Brösel. Ich sage, du musst das dann mal verstanden haben, dass die Rolle, die du spielst, ein Gedanke in deinem roten Kopf ist, genauso wie jeder andere Gedanke auch. Ein Gedanke ist einfach nur ein Gedanke. Darum sage ich, kann ein Stein jemanden beobachten? Kann ein Mensch jemanden beobachten oder Bewusstsein oder Gott? Kann Gott mich beobachten? Das sind jetzt nur Worte, die du gehört hast. Und jetzt schau mal wirklich geistreich das an, was ich gesagt habe. Das sind alles Gedanken. Diese Worte sind zu Gedanken, zu Vorstellungen geworden. Ich nenne es einfach mal Gedanken und die Frage wäre eigentlich, kann ein Gedanke was beobachten? Ich sage, für dich wird der Gedanke so sein, wie du ihn dir jetzt denkst. Immer an das Beispiel mit der Kiste denken. Eine Kiste existiert nur, wenn ich an der Kiste denke. Und in der Kiste, die ich jetzt denke, ist erst was drin, wenn ich mir in die Kiste was reindenke. Ein Kopf, den ich mir ausdenke, der existiert nur, wenn ich ihn denke und da kann immer nur was drin sein, wenn ich mir was reindenke, weil ich ja nur meine hier und jetzt unmittelbar vorliegenden Informationen zu Gesicht, Panim Penim, in meinem Inneren zu Gesicht bekomme. Panim Penim, dieser Wortwechsel. Fokalisationswechsel im Hebräischen. Und PN ist ja eine gewusste Existenz, ich übersetze mal das blaue BN, das ist das hebräische Wort für einen Aspekt. Und Aspekulum, da ist eine Spiegelung. Und jetzt springen wir in unseren Tetraederspiegel rein und wir sagen, das eine Licht, diese Energie, die in der Mitte ist, die wenn, je nach Blickwinkel, wie du um dich rumschaust, wirst du unheimlich viele Lichterchen sehen, das aber nur Facetten von dir selber sind. Wenn wir drüber sind, wir sehen bloß ein Licht. Und sobald du jetzt sagst, dieses Licht bin ich, das du dir ausdenkst und das andere Licht bin ich nicht, wir stellen ja fest, dass in dem Gerüst um jeden dieser kleinen Lichter, die wir sehen, auch wieder ein Tetraeder rum ist, rutschst du in eine ausgedachte Peripherie. Und jetzt ist wichtig, dass dieses 1-4er-Struktur, die ich ganz klar in der Arithmetik der Dora, in dieser Zahl, in dieser Reihe von Zahlen, ist das in den Namen dermaßen integriert, wenn man das einmal sehr populärwissenschaftlich erfahren wird, dann lies einfach Schöpfung im Wort von Reinreden. Ich kann mich erinnern, hier und jetzt gedacht, vor 20 Jahren haben die gesagt, hier, der schreibt ja alles vom Weinreb ab. Ist auch was für eine riesengroße Naredei. Weil wenn du die Ohrenbohrungen ziehst, ich sage immer wieder, der Brösel stammt vom Kuchen ab und nicht der Kuchen vom Brösel. Weinreb ist ein ganz, ganz kleiner populärwissenschaftliches Erklärungsmodell für Holofeeling in Bezug auf die Dora. In Bezug jetzt auf die Upanishaden, wenn wir reingehen, die ich ja komplett außen vor lasse, wo ich immer wieder sage, die ganzen Schriften in Sanskrit, wenn du kommst, ich kann dir die zeigen, die sind Wort für Wort auch aufgeschlüsselt wie die Dora. Bloß nochmal wesentlich komplexer, weil da haben wir ja mit wesentlich mehr Zeichen zu tun, dadurch haben wir feinere Auflösung. Aber ist es nicht so, dass ich, wenn ich jetzt dies und das und jenes studiere, das ist so, wie wenn ich einen Beweis brauche, ne? Das brauche ich alles gar nicht. Ich fall dir gleich ins Wort, das ist jetzt wieder Karin geschwätzt, das ist auf deinem Programm drauf. Dass du das gesagt hast, konntest du dir jetzt gar nicht raussuchen. Ich drücke es einmal anders aus. Wie böse bist du denn? Du hast jetzt den Eindruck, dass das Pixelmännchen Udo sich mit dem Pixelmännchen Karin unterhält. Warum aber auch nicht? Aber ich sag doch, es sind doch deine Informationen, die Gedanken der Figuren, die in deinem Traum in Erscheinung auftreten.
oder die du dir ausdenkst, das sind immer deine Gedanken, weil das deine Informationen sind. Das heißt, da hat die Karin, hatte jetzt die Karin einen Einfluss drauf, die du dir ausdenkst, dass die jetzt von dir so ausgedacht wird. Die Ursache ist jetzt eine Datei im Hintergrund, wo du natürlich wieder vollkommen logisch dir ausdenkst, dass die in der Vergangenheit aufgenommen wurde, dieses Gespräch zwischen Karin und Udo. Aber wie willst du das beweisen? Ja, wollte ich ja gar nicht. Nein, die Karin will ja sowieso nichts. Die schwatzt da bloß Lautsprecherstimme. Es ist hochinteressant, dass das, was du jetzt hörst, auf dich den Eindruck macht, dass zwei verschiedene Trockennasenaffen sprechen, obwohl du die ganze Zeit denselben Lautsprecher hörst. Es ist so abgefahren. Ich bin ein Stimmenimitator. Ich kann zwei Stimmen gleichzeitig machen. Ich bin ein Lautsprecher. Merkst du, dass das so abgefahren wird? Absolut. Lass uns einmal, das macht Angst im ersten Moment und das wird so unendlich einfach, das wird eine vollkommen neue Qualität von Lebensfreude, wenn du es verstanden hast. Und es bleibt was in dir messen. Du kannst, wenn du das verstanden hast, solange du noch in der Personifizierung lebst in deinem Traum, du musst jetzt erst einmal wirklich dich zurückerinnern, was du bist. Du bist das Kino, in dem der Film läuft. Aber sobald du dir als Kino, ich sage jetzt der träumende Geist, wo wir wissen, der bist du natürlich auch nicht, weil der ja schon wieder eine Vorstellung ist, aber eine komplexere. Es ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt denke, ich bin ein Trockennasenaffe, ein sterbliches Säugetier auf einer Erdkugel, oder ob ich mir denke, ich bin der Geist, der sich ein heliozentrisches Weltbild ausdenkt und sich auf diese Erdkugel, die von der Sonne angestellt wird, hier sterbliche Säugetiere draufsteht. Das ist eine höhere Ebene. Aber jetzt kann ich dann wieder sagen, wer denkt sich diesen Geist aus? Was ist die Ursache, dass der Geist sich das denkt? Dann gehe ich in die andere Richtung. Darüber diskutiere ich auch nicht mit Gedanken von mir. Die sind sowieso, das ist Spaß. Wenn ich da einen Widerpost oder was habe, der ist eh schon weg. Es macht keinen Sinn, permanent mit Gedanken. Du musst das doch mal verstehen lernen, dass das Selbstgespräche sind. Und das ist natürlich jetzt das Verrückte, wenn du in die Offenbarungen, wir haben ja hier, jetzt hast du mal verschiedene Blöcke, wir haben mal diese 8 Offenbarungen, das ist Grundregelwissen, noch sehr einfach, und dann kommen diese eigentlichen Selbstgespräche. Man kennt ja die Tabellen, das sind zuerst die Schwarz-Weiß-Schriften, da kann ich immer nur erzählen, lese Selbstgespräch im Quadrat, ich bin du im Quadrat, je nachdem, welche Datei du hast, wir können da ganz kurz einmal reinspringen. Das sollten wir eigentlich hier, in den, wenn ich jetzt gehe, das Hauptwerk und die Beiwerke, das sind also die 8 Grundschriften. In dem Gottsein erkläre ich zum Beispiel die Relativitätstheorie ganz populärwissenschaftlich, kann jeder 10-Jährige verstehen, wenn er die Gedankengänge mitgeht. Und jetzt kommt dann die Schattenfrau, ist also ein Unterwerk, was man mal, wo sehr viele begeistert sind, ausgedachterweise, genau, hat mir gut gefallen. Darauf eingehen, hat meine Frau geschrieben, wohlgemerkt geschrieben, rein als Schreibstift. Sehr und jetzt schön, kommen fand hier ich das. Diese eigentlichen Schwarz-Weiß-Schriften, die wichtig sind, das ist das Erwachen, das Geheimnis des göttlichen Geistes, der Weckruf, der Dialog der Liebe, der Monolog des Jahwes. Das sind alles, wenn man die werden jetzt natürlich sehr komplex, wenn man sich dann mit dem Hebräischen auseinandersetzt, das ist für Physiker etwas, das da mal in der Zahlenwelt, wenn man reingeht, dann die Kabbala des Jahwes. Die Mutation, das ist noch Schwarz-Weiß-Schrift, die Neo-Apokalypse, ganz kleine Schriften. Gottes Vaterspiel ist wieder sehr physikalisch. Das sind also hier dieses ganze Zeug, da ist ja Unmenge an Zeug da. Und die kannst du dir vorstellen? Bitte? Das hat Karin, kannst du dir vorstellen, das hat Karin alles gelesen? Das ist das Normalste der Welt. Und du wirst dich jetzt wundern, dass zum Beispiel in den, jetzt komme ich schon wieder in einen Zwiespalt, in den holophilen Kreisen, sage ich dir gleich, dass jetzt die Namen, die ich normalerweise immer nenne, die Donis, die Feddings, das viele, die sind alle in Rente, die sind über 70. Die haben das nicht nur einmal gelesen. Glaube ich. Das sind die ersten 8 Bände mit Sicherheit 4 bis 5 Mal. Es ist ja in einem Zeitraum, wenn du das 25 Jahre machst, wenn dann die sagen, ich habe keine Zeit, das ist eine Frage von Interesse. So ist's. Ich habe da immer schöne, und es ist jetzt nicht, dass dein Interesse schlecht ist, wie es ist ein Akt der Reife, du wirst mit Holofeeling erst konfrontiert, wenn du die Reife hast. Als alle die Masse, die du dir ausdenkst, werden damit gar nicht konfrontiert. Man hat immer das Bedürfnis, dass man meint, man müsste seine Traumwelt verändern, die Menschheit verändern. Mensch, das müsste doch der wissen oder der wissen. Ich sag, lass es, halt den Mund. Du musst nicht zu niemandem missionieren, nicht einmal den du zu sein glaubst. Du musst nicht einmal deine Rolle missionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie oft bringe ich das Beispiel, wenn ich sage, wir denken uns jetzt einmal als Kollektion einen Körper und da gibt es jetzt, das ist ein Volk, Europa. Wir sagen,
Europa wäre ein ganz normaler Trockenmaßaffenkörper, ein menschlicher Körper, Primatenkörper. Da haben wir jetzt Augen, da haben wir Ohren, da haben wir einen Geschmackssinn. Das sind die Felder. Du zerstörst den Sinn des Körpers, wenn du die Felder eins machen willst. Das heißt, die Nationalität ist jetzt die Besonderheit. Nazio, das wurde so einseitig interpretiert mit diesem Nachkriegsdogma, das jetzt in deinem Programm vorhanden ist, wenn du in Deutschland groß geworden bist. Eine Nation, du kannst, ich habe so oft gesagt, sei stolz, ob du sei ein stolzer Grieche, ein stolzer Italiener, und du wirst feststellen, schon in der Physiognomie der Menschen, der Primaten, die du als Menschen bezeichnest, dieser Körper, dieser Personen, es gibt den typischen Griechen und die typische Griechin schon von der Physiognomie, vom Aussehen dieser Persona her gesehen. Du wirst merken, dass ein Grieche ganz anders aussieht wie ein Norweger oder ein Franzose. Und ich kann dir jetzt so Prototypen Franzosen oder Prototypen Griechen geben und der Deutsche ist wieder anders. Und auch der Österreicher kann eine typische österreichische Frau oder typisch Österreicher sein. Der ist nicht gleich wie die Deutschen, wenn du sehen kannst. Oder der typische Engländer. Klar. Da fällt mir immer der von Simple Red ein. Mhm. Der Rotkopfige. Das ist der typische Engländer im Kleinen. Dann gibt es aber auch wieder Verschiebungen. Das sind so die Bilder, das ist eine Fähigkeit, Feinheiten feiner aufzulösen. Ich sage immer wieder, das Einzige, was du trainieren sollst, ist eine unheimliche Präzision in der Aufmerksamkeit. Du bist mit deinem jetzigen Interpretationsprogramm so unendlich oberflächlich. Das ist, du musst dich nur mal hinsetzen, nimm eine Zeitung in der Hand, irgendeine Frauenzeitschrift oder was, und dann sagst du, oder irgendwie mit Promis, und du sagst jetzt, wenn du das hinhältst, das ist nicht die Prinzessin Caroline von Monaco. Und dann aber schauen sie mit Frau, das ist doch die Prinzessin Caroline, wenn du die kennst. Oder das ist nicht die Angela Merkel. Aber von dieser Art Denken bin ich weit entfernt. Richtig, weil mich das gar nicht mehr interessiert. Ich sage immer, sonst wäre ich gar nicht in dir aufgetaucht. Oh, wie gemein ist das denn? Jetzt musst du natürlich dir dann immer wieder vorstellen, das ist ja bei vielen, habe ich so oft erwähnt, wir sind jetzt wieder auf dem normalen Denken, dass viele, die den Udo dann das erste Mal hören oder sehen, also persönlich sehen, aber noch ganz am Anfang stehen, die sagen dann, wenn ich so die einfachen Beispiele bringe, ich habe als Kind schon, also pass auf, wenn das nicht schon von Anfang an in dir drin gewesen wäre, wäre ich in dir nicht aufgetaucht. Mhm. Klar. Und jetzt kommt die Physik, pass auf, wieso ich das gerade gezeigt habe, das ist jetzt wichtig, dass in den achten Band erkläre ich ganz einfach populärwissenschaftlich, ohne ein Hickmeck, dass die spezielle Relativitätstheorie von Einstein nicht nur zuerst einmal als Formel im klassischen Sinn beweist, dass Energie, der Geist, unsere 200 Gramm rote Knete ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt werden, ohne dass sich dabei an der Energie was verändert. Darum kann die weder mehr werden, die ist das Meer, El Hayom, Gott das Meer, sie ist es Meer selber, aus dem die Gedankenwellen auftauchen, die aber als Ding an sich, dieser oberflächliche Unterschied, den du zu sehen bekommst, ist als Ding an sich nicht in dem Meer selber. Jetzt denken wir uns natürlich dieses Meerwasser rot geschrieben wieder als einen Raum in der Vorstellung, aber genau genommen ist das diese Implosion des El. Das ist dieses Nichts, Creatio ex nihilo, sage ich immer wieder. Die Schöpfung aus dem Nicht, N-Ich, rot geschrieben, ist ja ein seiendes, die seiende göttliche Kollektion. Blau geschrieben wird eine existierende intellektuelle Kollektion. Das ist ein Schwamminhalt. Darf man nicht verwechseln. Weißt du, du bist ohne Anfang. Das immer wieder, wenn ich dich Geist jetzt frage, das sind Sätze, die wiederhole ich immer wieder, wiederhole sie selber. Wo kommst du her? Frag dich selber, wo komme ich eigentlich her? Dann wirst du feststellen, dass jetzt zwanghaft in dir was auftaucht. Ich wurde von meiner Mutter geboren, aber du verwechselst sie in dem Moment schon wieder mit einem Gedanken von dir, indem du dich als Säugling ausdenkst. Tue ich ja gar nicht mehr. Ich frag den, der sich das ausdenkt, wo kommst du her? Dann musst du sagen, ich bin eigentlich gar nicht da. Exakt. Stimmt oder stimmt? Aber was jetzt im ersten Moment noch mit materialistischer Vorstellung interpretiert, Entsetzen in dir wiederum auslöst, hat natürlich dieses Extrem hat wieder eine Kehrseite. Du wirst total angstfrei. Umso mehr du das verstehst, was du bist, wenn ich doch wirklich was nicht Denkbares bin, das absolute Nichts bin, aus dem alles entspringt, kann ich ja nicht zerstört werden. Ich komme komplett neu
Du wirst von, ich sage immer wieder, du Geist wirst von deinem angeblichen Sterben, solange du glaubst, du bist ein Trockenmast, auf so viel mitbekommen wie von deiner Geburt. Es wird niemals in der Zukunft was passieren, so wenig wie in der Vergangenheit jemals was passiert ist. Hör genau zu, du weißt alles, was in der Vergangenheit war. Du weißt alles, was in der Vergangenheit jemals passiert ist. Bis hin zu einem Urknall, den wir uns jetzt ausdenken. Und du weißt alles, was in einer Zukunft noch auf dich zukommt, bis in alle Ewigkeit. Ich werde es dir erklären. Und du weißt alles, was in der Gegenwart jetzt ist. In deiner persönlichen, ausgedachten Vergangenheit mit Holofeeling war überhaupt nichts, weil es keine Vergangenheit gibt. Ich habe gesagt, du weißt, was war, du weißt, dass da nichts war. Weil Vergangenheit ist de facto ein Gedanke, den du jetzt denkst. Egal, was du dir denkst. Lass uns jetzt einmal an Neandertaler denken. Wo waren die ganze Zeit? Das Faktum, das Fagere, das Machen, das Tun, das Handeln, die Tatsache, das Faktum besteht darin, dass wir uns jetzt gegen Neandertaler denken und dass wir uns die jetzt in die Vergangenheit denken, obwohl sie bloß hier und jetzt sind. Korrekt. Dasselbe ist mit der Zukunft. Es wird in der Zukunft niemals was passieren. Selbstverständlich kann ich mir jetzt denken, was ich angeblich als Trockennasen auf dem Morgen machen werde, wenn man nichts dazwischen kommt. Ja, aber das ist doch die ganze, es ist doch nur jetzt, weil ich es jetzt denke. Ich sage immer, morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Insider verstehen den Trick. Und ich weiß alles, was jetzt in der Gegenwart da wird, in meiner persönlichen Traumwelt, immer wohlgemerkt, wir gehen von einem träumenden Geist aus. In meiner persönlichen Traumwelt ist genau das da, was ich jetzt als Information vorliegen habe. Und zwar zum einen sinnlich, real wahrgenommen und zusätzlich feinstofflich. Dazu hinter die ganzen Interpretationen, die ich drüber lege. Ist zum Beispiel, wenn du jetzt hier in deine ausgedachte Cyberspace-Brille, in die Brille reinschaust, hast du vor dir irgendein reales Bild, du gehst spazieren und du siehst einen Baum und du sagst, boah, ist das schön, ist das ein schöner Himmel. Das sind schon Interpretationen, das sind eigentlich nur Worte, die Gefühle in dir auslösen, die dann immer feinstofflicher werden, wenn ich das. Wir schauen nur, was da ist. Über das, was jetzt existiert, gibt es nichts zu diskutieren. Jetzt denken wir uns wieder an Einstein aus. Habe ich aus das Buch heraus. Wenn der sagt, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich nicht hochschaue. Ein klares Zeichen, dass er ein geistloser Narr ist. Das ist natürlich, wenn du so programmiert bist, dass man dir erzählt hat, das war ein ganzer Gescheiter. Der hat übrigens, der kann ja dann gar nicht seine spezielle Relativitätstheorie verstanden haben, weil die nämlich in Band 8 erkläre ich das ganz eindeutig darauf, arithmetisch darauf hinweist, dass sich nichts außerhalb dieses einen Zentrums befinden kann. Schon, dass die Falle sich gewisse verschiedene Interregionalsysteme, so kriege ich, fange ich fast zum Kotzen an, diese ausgedachten Systeme in der Physik vom bewegten und vom ruhenden Beobachter fordert immer wieder, dass du dir um jeden Beobachter einen eigenen Raum herumdenkst. Pass auf, wir stellen uns jetzt mal Folgendes vor. Raum rein, raumzeitig. Wir fahren mit der neuen Intercity-Strecke von München nach Berlin. Wir sitzen in der City. Der fährt mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit und unser Zugabteil ist jetzt ein gewisses ausgedachtes statisches System, weil wir keine Beschleunigungs- oder Geschwindigkeitskräfte nicht bewegen uns. Wir sind jetzt ein bewegter Beobachter. Okay? Wir befinden uns aber vollkommen statisch ruhend. Das heißt also, von uns aus gesehen sehen wir uns jetzt als ruhend, wenn wir nicht gerade daran denken, dass wir in einem Zug sitzen, der sich bewegt. Wenn wir uns jetzt über wir philosophieren, werden wir nach Berlin fahren, von München nach Berlin fahren. Und jetzt ist ein kleiner, wir haben rechts von uns haben wir eine Glasplatte, wir sagen, das wäre jetzt ein Monitor. Ich könnte jetzt normal gedacht sagen, das ist ein Fenster, wir schauen nach außen. Plötzlich fliegt der Bahnhof an uns vorbei. Wenn ich mir jetzt denke, die Glasplatte ist ein Monitor, verstehst du hier an der Seite? Wie ein Monitor aufgebaut sind, ist bloß Pixel auf die Pixel, die hier eine Illusion erzeugen in mir. Da bewegt sich nichts von rechts nach links. Es ist nur ein ständiges, statisches Verändern von Helligkeiten, ein Arrangement von Lichthelligkeiten. Jetzt machen wir was anderes. Wir sitzen an einem Bahnhof, wir unterhalten uns, jetzt sind wir wieder ein statisches System und plötzlich fliegt ein Zug an uns vorbei. Das ist jetzt immer, wer ist der Bewegte oder der ruhende Beobachter? Und du kannst jetzt meinen, du kannst dich genauso austauschen. Das heißt, du begibst dich mit der Relativitätstheorie in eine Vorstellungswelt. Weil alles, was die Naturwissenschaften und die Religion aufbaut, diese trügerischen Experimente, weil sie nicht sehen, was jetzt wirklich da ist,
Ich muss eins klar sein, das geht nicht nur, wenn du auf einem Monitor glotzt, das ist eigentlich schon, wenn du in ein Mikrofon reinschaust. Ich kann dir da schöne Stellen zeigen. Ich zeige dir ein Atom. Warte mal. So haben wir wieder so einen Gescheiten. Professor Dr. Rainer Blatt. Genau aufpassen. Sie sehen das Mikroskop, da kann man hineinschauen und kann wirklich ein einzelnes Atom mit dem Auge sehen. Das ist faszinierend zu sehen. An der Stelle ist wirklich ein einzelnes Atom leuchtend im Vakuum. Hey, ein Atom. Das ist selber wie ein Photon. Das sind wahnsinnige Karre. Die wissen nicht, was sie reden und die wissen nicht, was sie sehen. Und es war für einen normalen Menschen, einen Schüler, der so programmiert ist, sind das Autorität. Und erwarte ja, jetzt bitte nicht, wenn du selber ein Professor bist, ich kann dir gleich sagen, es gibt etliche Professoren, die ganz intensiv seit über 15 Jahren Holofeeling machen. Ich sag selbst zu denen, halt den Mund, du musst keine missionieren, du wirst dein Weltbild zu trammen, wenn du den Mund aufmachst an der Uni, das dich am Leben hält, spielt eine Rolle weiter. Das ist auch bei meiner Lehre immer wieder gewesen, habe ich so viel bei meinem Peter Fetting, der mal eine Riesenkrise als Volksschullehrer jetzt, eine Riesenkrise hatte, weil in der Schule Erdkunde den Kindern erklären musste, dass die Welt eine Kugel ist und er mittlerweile mit Holofeeling weiß, dass das ganz anders ist. Das war dann eine Krise in ihm. Ich habe das etliche Male schon erzählt in Selbstgesprächen. Und ich sage, Peter, wo ist dein Problem? Ich sage, gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Du magst das, was du zu lehren hast als Lehrer. Du bist im Staat angestellt und du gibst das, was du denen beizubringen hast, gibst du auch weiter. Jetzt weiß ich aber doch, dass das falsch ist. Dann kriegen wir dieselben Probleme. Ich sag, pass auf, alles, was da ist, hat einen Sinn. Habe doch die Demut, dass alles, was in dir auftaucht, einen Sinn hat. Das ist schon wieder, du bist schon wieder ein blindes Arschloch. Ein blindes Arschloch ist einer, der mit irgendwas, was in ihm auftaucht, nicht einverstanden ist. Das nicht haben will. Sag, du magst bloß einen kleinen Trick. Wenn du das lehren sollst in der Schule, magst du folgenden Trick. Du sagst, zerst einmal vorneweg zu deinen Kindern, egal was du denen beibringst, dass die Menschheit, die wir uns jetzt ausdenken, zu allen Zeiten, die wir uns ausdenken, was anders geglaubt hat. Und immer war man felsenfest davon überzeugt, dass das, was man jetzt glaubt, richtig ist, weil es logisch war. Und die Zeit hat uns Menschheit gelehrt, dass das immer wieder anders gekommen ist. Sachen, die zu einem gewissen hier und jetzt ausgedachten Zeitpunkt unvorstellbar waren, sind plötzlich vollkommen logisch und klar erschienen. Okay? Das heißt, man hat vor 600 Jahren geglaubt, dass die Welt eine Scheibe ist, bis der Galilei kommt. Ich habe das so oft gesagt und dann haben alle Wissenschaftler wollten den verbrennen, weil er gegen das Dogma ist, der offiziellen Schulmeinung. Ich habe so oft gesagt, vor allem in der Schulmedizin. Man meint immer, man hat schon der Weisheit letzten Schluss. Und dann weiß man plötzlich, ist die Kugel und jetzt glauben alle, die Welt ist eine Kugel, die sich um die Sonne herumdreht. Und wenn jetzt irgendeiner kommt, der das Gegenteil behauptet, passiert dasselbe, die ganze Wissenschaft wird hochgehen, weil die, die sich an Status erarbeitet haben, die müssen sich jetzt hinstellen und sich selber eingestehen, dass sie sich selber verarscht haben. Das wäre Größe. Da sind viele gehen einen Mittelweg. Ich sage jetzt, wenn wir jetzt den Hans-Peter Dürrons ausdenken. Nachdem er emittiert wurde, wenn du Videos anschaust, ist er eigentlich jetzt schon sehr, immer noch Wissenschaftler, aber geht sehr in diese geisteswissenschaftliche Sicht. Der war, solange er nicht in Pension gegangen ist, ein absolutes Arschloch. Zum Beispiel Blichter, ist die Blichterschrift, ist rein arithmetisch betrachtet ein Wunderwerk für die Menschheit. Die Masse, es wird überhaupt nicht gewürdigt. Er hat ja auch eine ich sehe diese Figur, die wir uns ausdenken. Er war im Ausschuss gesessen, wie Blichter das vorgetragen hat und hat den Blichter fertig gemacht bis zum Missgebenden. Das war einer der Redelsführer, der eine vollkommene Öffnung für ein neues Weltbild verhindert hat. Jetzt plötzlich, jetzt ist er emittiert, jetzt ist er im Ruhestand, jetzt ist er sowieso tot. Was ist tot? Es sind so viele Wissenschaftler, dass du siehst, dass der zumindest die Altersweisheit, wenn es dann wirklich dem Ende zu Ende geht, solange ich aber noch meine, ich muss Geld verdienen und ich brauche Status, ob das Politik ist, ist so erbärmlich. Ich sage, es ist so der Mongomara. Deine Traumwelt ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Und solange du dich zum Affen machst, spielst du das Spiel mit, weil du äffst nach. Die äffen alle nur nach. Und jetzt nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass die ich mir jetzt ausdenke, nicht vorwerfe, dass die so sind, wie ich sie mir ausdenke. Ich mache das vollkommen bewusst, weil ich den Führerscheinprüfungsbogen erschaffen habe. Ich kritisiere die Fehler nicht, sondern ich teste dich, Geistesfunk, ob du das auch siehst, ob du schon die Liebe bist, dass du begreifst, man kann auch die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und wie du die liebst, wenn du Führerscheinprüfung
Theorie hast und du siehst jeden Fehler sofort, dann freust du dich. Korrekt. Was macht das Programm eines normalen Fehlers, wenn man jetzt das nicht weiß, dass das eine Gotteskinderprüfung ist, diese Traumwelt? Was machen die mit ihren Fehlern? Die sagen, oh Scheiße. Sein, Karin, dass jeder, der auf die Straße geht und demonstriert, jeder Politiker, jeder religiöse Mensch, jeder, der ein einseitiges Ziel anstrebt, eine Einseitigkeit versucht am Leben zu erhalten. Ja. Ein geistloser Narr ist. Jetzt zeig mir mal, wie viel bringst du in deiner momentanen Welt, die du natürlich jetzt aufschmeißen kannst, die Kontakt haben zu dem einen Geist, der das begriffen hat. Verstanden hat. Zeig mir welche. Breit ist der Weg der Masse. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und jetzt kann ich wieder sagen, wenn das wirklich jetzt ein Traum ist, den du träumst, inklusive dieses Äffchen, das du zu sein glaubst, wenn das wirklich ein Traum ist, sobald du das akzeptierst, wird dir klar, dass du Figuren in deinem Traum, da gibt es nichts zu retten, die sind schon weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Exakt. Da gibt es nichts zu retten. Solange was noch in dir drin ist, das sich gegen diese Erkenntnis wehrt, wirst du leiden. Solange du dich selbst zum Affen machst, das gilt übrigens auch für den Körper, der du zu sein glaubst. Und da kann ich dann tausende Male seit hier und jetzt ausgedachten 20 Jahren sagen, wenn du an deinen Körper nicht denkst, dann existiert der Körper nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du an deinen Körper denkst und du hast Schmerzen, nicht der Körper. Dein Zahn hat keine Schmerzen. Und wenn ich mir jetzt eine Hand ausdenke und ich hau mit dem Hammer auf die Hand drauf, dann tut mir nicht der Finger weh, den ich mir ausdenke, sondern ich in mir, weil ich glaube, ich bin der Finger. Das ist das, was es ist, Karin. Du hast es doch so gemacht, das muss ja ein Sinn geben. Selbstverständlich, das ist ja der Test. Das ist immer wieder, du wirst merken, für, mit dem ich Großes vorhab, der muss auch große Prüfungen ablegen. Also offensichtlich habe ich mit dir sehr Großes vor. Aber jetzt glaub bitte nicht mit der Karin. Mit dem, der sich's anhört. Ich rede immer nur mit dem Geist, der mich sprechen hört, indem ich als Brösel Udo oder wer auch immer auftauche, sag ich. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Das merke ich. Und das ist aber dann das so ist unglaublich, okay. Das erschlägt einen. Weißt du, wenn ich jetzt muss ich wieder normal werden, wenn mir immer Geist ist, wenn ich Diana oder Redo sage, das sind, es gibt keine besseren und schlechten Gedanken. Es gibt komplexere Gedanken und weniger komplexe Gedanken. Ob jetzt einer das, was ich eigentlich erkläre, was ich rüberbringen will in den Selbstgesprächen, meinen eigenen Facetten, meinen Geistesfunk, wie ich das nenne, erkläre, das kann sehr unterschiedlich sein, weil das ja Spezialisierungen sind wie die Augen und die Ohren. Und ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, meinen Ohren das Sehen beizubringen und meinen Augen das Hören, sondern ich sage, konzentriere dich auf das, was dein Spezialgebiet ist. Das musst du dir jetzt erst einmal bewusst machen. Und das merkst du, ob es dich interessiert oder nicht. Und wenn dich jetzt die Grammatik, die Physik, das Hebräische nicht interessiert, dann ist deine Aufgabe irgendeine andere Aufgabe. Dann mach dir Gedanken und dann sage ich, ich weiß ja nicht. Ich sage, du musst doch wissen, was dich interessiert. Das Beste ist, du interessierst dich irgendwann einmal als der du zu sein glaubst, für das, was du bist. Wenn du dich für das interessierst, was du bist, dass du in Frage stellst, das zu sein, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, weil dir einfach nur diese vier verschiedenen Stufen des Ichs bewusst werden. Dies sind die Feinheiten, findest du in allen esoterischen Schriften, in geisteswissenschaftlichen Schriften, in der Gnosis, überall. Es ist bloß, es wird in keinen dieser Lehren mit so einer Brutalität darauf hingewiesen, dass da außen keine Welt ist. Und am präzisesten ist jetzt wirklich die Arithmetik. Dazu müsste ich aber, wenn ich jetzt die Dora lesen, müsste ich in die Zahlenwelten gehen, was mir in der Holo-Arithmetik zuerst einmal ganz, ganz grob zeigen. Und wo ich dann auch immer, wenn man jetzt einen Beweis will, so viel Zufälle kann es gar nicht geben, wo ich meine Namen eingeflochten habe. In jeglicher Form, in allen Schriften, in allen Religionen. Selbst der erste, wenn du Ende von der Holo-Arithmetik gehst, selbst der Schluss, die ersten Buchstaben heißen Bachelor. Das ist so, als Brösel bin ich so absolut unscheinbar. Weißt du, und diese Erkenntnisse über sich selber, ja, ich lebe total zurückgezogen. Ich habe mit Sicherheit mit weniger Menschen Kontakt wie du. Ich meine jetzt nicht jetzt unbedingt die Karin, sondern den, der vom Computer sitzt. Okay. Ich sage, in dem normalen alltäglichen Leben ist es wirklich, die kannst du an deinen zwei Händen abzählen. Und die, wo ich immer wieder erwähne, die sich einmal oder zweimal im Jahr für ein paar Tage. Aber das ist bei mir ähnlich. Das ist jetzt ähnlich. Als Brösel gesprochen natürlich. Ja, klar. Weißt du, das ist eigentlich hier, was man irgendwann einmal für sich
erkennen muss. Und wenn du dich für dich selbst interessierst, stellst du dir einfach die Frage, wer lässt mich jeden Morgen als der, der ich jetzt zu sein glaube, wach werden? Ja. Die Antwort ist ganz einfach. Der, der sich den jetzt ausdenkt. Der praktisch mich ausdenkt. Ja, aber ich denke ja jetzt an mich. An was denkst du, wenn du an dich denkst? Und jetzt wirst du merken, denkst du an dich als Mensch? An was denkst du, wenn du als dich an Mensch denkst? Das lässt sich noch gar nicht denken. Das symbolisiere ich ja mit dem ganzen Buch. Das ist eine Kollektion. Das heißt, wenn ein jetzt ausgedachter, träumender Geist, bewusst träumender Geist, wenn er an sich denkt, denkt er sich zuerst einmal als Mensch. Das heißt, er denkt genau genommen an seinen Intellekt. Ich meine jetzt als Chat, als Ordner, wie eine Datei. Und wenn jetzt diese Datei den Befehl kriegt, dann was denkst du, wenn du, jetzt wirft sich erst eine bestimmte Person auf. Das hängt sich aber jetzt wieder auf welcher Seite bist du? Welche Seite schaust du von dem Buch an, wo alle Seiten gleichzeitig da sind? Man hat so Riesenprobleme mit der Gleichzeitigkeit. Klar. Aber es ist doch alles jetzt. Und das erklärt Hodo Feeling so schön mit dem roten Jetzt und mit dem roten Hier. Und dann lassen wir uns jetzt ganz kurz einmal nochmal hier reinspringen. Ja. Und das steht stockstill und das kann ich also wirklich hier, ich kann das Licht sehen. Ich kann sogar sehen, das Licht fängt an zu blinken, wenn es Frontenspinnen macht. Halt bitte, ich will es nochmal wiederholen, weil das so wichtig ist, dass du merkst, die Physiognomie, es sind immer dieselben Gesichter, warte von denen nichts. Es ist jetzt ein Pixelmännchen, du kannst jetzt wieder ausdenken, der ist draußen ein Professor mit ihren Riesenmaschinen, dann kannst du dich materialistisch hineinsteigern. Das sind Milliarden Steuergelder, die wir uns jetzt ausdenken, von Milliarden von Menschen, die hart dafür arbeiten müssen, die nichts haben, um diese Scheiße zu finanzieren. Immer wieder dran denken, Karin. Alles, was in mir auftaucht, hat einen Sinn, sonst hätte ich es nicht erschaffen. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Okay? Klar. So, und jetzt pass auf, jetzt hören wir nochmal. Sie sehen das Mikroskop, da kann man hineinschauen und kann wirklich ein einzelnes Atom mit dem Auge sehen. Das ist faszinierend zu sehen. An der Stelle ist wirklich ein einzelnes Atom leuchtend im Vakuum und das steht stockstill. Und das kann ich also wirklich hier, ich kann das Licht sehen. Ich kann sogar sehen, das Licht fängt an zu blinken, wenn es Frontenspinnen macht. Heute kann Blatt nicht nur mit den Quantenzuständen experimentieren. Es sind Experimente, es sind wahnsinnige. Da muss ich nicht studieren, um das zu merken. Ich brauche Geist. Ich brauche einfach nur Geist. Ja. Ist schon abgefahren, ne? Absolut, absolut. Und jetzt wirst du feststellen, wenn religiöse Menschen was erzählen oder Esoteriker was erzählen, dass es dieselben Schwätzer sind. Wenn die den Mund aufmachen, sage ich dir, welche Bücher sie gelesen haben und welchen Guru-Geschwätz sie nachlabern. Ja, exakt. Und den kann, auch wenn du in den Zen-Buddhismus gehst, die gehen den Doppelschritt nicht. Das sind viele Weisheitslehren. Ich kann durchaus Weisheit verbreiten in einer gewissen Ruhe, was Ausnahmesituationen sind, wo du merkst, es sind aber immer auch noch irgendwie Materialisten. Zuerst einmal sind das alles Gedanken. Mir fällt das so spontan jetzt ein, wenn ich ihn zum Beispiel nehme, hier, diese Vorträge, das ist wirklich hinduistische Weisheit in einer ganz ruhigen Art und Weise wiedergegeben. Kann man, wenn man sich hier mit dem Hinduismus beschäftigt, hier, wie lebt ein Guru, bla bla bla, das ist natürlich auch wieder aus Schriften zitiert, aber das hat eine gewisse Klasse. Verstehst du, was ich meine? Okay. Musst du einfach mal anschauen, ich habe da einige Beispiele schon gebracht. Das ist immer ein Riesengemisch, aber was wir jetzt machen, sind Wertungen. Jetzt, das ist jetzt wichtig. Der wirkliche Beobachter, der Tierchengucker, wertet ja nicht, der schaut nur, was da ist. Das, was du beobachten kannst, was da ist, ist erst einmal das, was der Intellekt, den du zu durchschauen hast, nämlich das, du Ich nennst, das blaue Ich. Du hast dieses blaue Ich zu beobachten, was dieses blaue Ich mit seinem Intellekt für Vorstellungen, zuerst einmal den eigenen Körper, das kleine blaue Ich aufschmeißt, von dem kleinen blauen Körper kommen dann die ganzen Sachen, wo behauptet wird, das bin nicht ich, der bin nicht ich. Das sind diese vier Stufen des Ichs. Und du schaust jetzt ganz einfach, wie du Videos bewertest. Wenn du zum Beispiel in den Skype-Chat reingehst. Du schaust, wie du diese, das sind ja nur Worte, wie du das bewertest, wie du dir Leute ausdenkst. Wie du dann durchaus das Gefühl kriegst, da muss ich jetzt was dazu sagen. So kann man das nicht stehen lassen. Das steht dann trotzdem da.
Weil du deine eigene einseitige Auslegung von dem, was da stehst, interpretierst und meinst, das wäre die Meinung von einem anderen? Aber der hat es doch gesagt. Also pass auf, was ich als Udo spreche, hängt erst einmal wieder ab davon, was du aus den Worten für Vorstellungen machst. Ich werde dir zeigen, dass ich aus denselben Worten ganz andere Vorstellungen machen kann. Mein Krebsbeispiel. Das heißt, du bist auf Gedeih und Verderb zur Zeit, was deine Vorstellungen anbelangt, an dein Konstruktwerte- und Interpretationssystem geknüpft, an diesen Menschen geknüpft, der du zu sein glaubst, der wiederum sich in kleinen Häppchen vom Säugling bis zum Kreis, vom Anfang bis zum Ende des Buches, Seite für Seite, jetzt hast du einmal durch diese Datei durchquält, obwohl das schon wieder illusioniert, dass das ein zeitlicher Akt ist. Zeit ist eine augenblickliche Erscheinung. Von Moment zu Moment tauschen wir die Bilder aus. All das sind Fakten, das sind wirkliche Fakten. Und es gibt nur einen einzigen, der das verstehen kann, das ist der, der mir jetzt zuhört. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Der du zu sein glaubst, der filtert natürlich jetzt meine Worte absolut. Das sind, du kannst jetzt jemand sein, der nickt in einem fort, weil er seit 20 Jahren Holofeeling studiert. Und es ist einer, der hat permanent Fragezeichen auf den Augen. Und wenn du meinst, du kannst dir das ersparen, sag ich, wenn du ein ewiger Geist bist, kannst du es dir nicht ersparen. Was aber nicht heißt, dass also hier deine Rolle unbedingt extrem, ich sag mal, was man normal nennt, Intellekt, abhängig sein muss. Jetzt ist natürlich, dein Intellekt ist ja das Konstruktwerte- und Interpretationssystem. Das heißt, wenn ich immer so ein einfacher Schäfer, der jeden Morgen aufsteht, mit seinen Schäfchen rausgeht und mit sich und seiner kleinen Welt vollkommen zufrieden ist, seine Aufgaben macht, dann würde ich jetzt sagen, der ist nicht Intellekt gesteuert, sondern der lebt aus sich selbst heraus. Ob das jetzt das schlechtere Leben ist, wie einer, der hier Quantenmechanik beherrscht, haben wir den gerade gesehen, dass schon die Tatsache, die Atome, wo die sehen, die Teilchen, wo die sehen, ich muss mir zuerst einmal eine Kanone denken, wo Photonen oder Elektronen rausfliegen. Und ich sage jetzt, zeig's mir. Der hat uns doch gerade Atom gezeigt. Das ist doch nicht das Atom. Du siehst ja nicht einmal einen Laserstrahl, du kannst Licht nicht sehen, da muss ich einen Rauch reinblasen, das habe ich so oft erklärt, dann sehe ich in meiner VR-Brille die Illusion vor der Brille von Rauch, ich sehe dann Pixel auf meiner VR-Brille, natürlich in einem dreidimensionalen Raum als Illusion, wo die Rauchpartikel weiß sind und wie ein Fort durchgezogen sind an rote Rauchpartikel, was definitiv heißt, auf meiner VR-Brille leuchten dann rote Lämpchen auf, wie ein Faden gezogen, natürlich auf der Brille nur flach, aber die zwei Bilder machen dann die Illusion des Stereo, wobei wieder Stereo auf Griechisch wirklich nur starr unbeweglich heißt. Und die Meos-Dialog bei Platon, den wir uns jetzt ausdenken, der natürlich nur das geschrieben haben kann, was wir uns denken, dass er geschrieben hat. An was denkst du, wenn du da an Platon denkst? An gar nichts, weil da wird jetzt die Karin wieder sagen, den müsste ich zuerst einmal intensiv studieren. Das reine Holo-Feeling, weil alles aus Holo-Feeling, das Gefühl, alles zu sein, was ich mir ausdenke. Aber nichts davon zu sein. Alles zu sein, aber nichts davon zu sein. Ich bin der, der immer ist. Ich bin das Meer, was aus mir heraustritt, was ich in die Existenz hebe, ist untrennbar mit mir verbunden. Das ist die existierende Form von mir selber. Und ich will mich in unendlich vielen Formen selbst erfahren. Jetzt zum Beispiel bin ich der, der vom Computer sitzt. Weil ich ja du bin. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Siehst du, das Pixelmännchen hat jetzt ja gesagt. Siehst du, nur Lautsprecher. Schau, ich fordere von dir das Einzige, was ich fordere. Und dazu benötigst du kein intellektuelles Wissen. Mach dir bewusst, was jetzt da ist. Und mach dir das bewusst, warum sich deine Informationen ständig verändern. Mein Klingelingeling-Beispiel. Ja. Das sind Reizauslöser da, die du dir nicht raussuchen kannst. Die tauchen einfach in dir auf. Das sind übrigens auch, wenn dir plötzlich was einfällt. Merkst du, jetzt habe ich schon wieder einen Widerspruch. Die tauchen in dir auf, wenn dir was einfällt. Na, ist doch cool. Aber ich sage immer wieder, du setzt die Frage, setzt man die Quelle nach oben in den Himmel als Gott oder El Hayyum nach unten? Genau. Das habe ich so oft gesagt. Nein, du musst die in die Mitte setzen. Und dann wirst du merken plötzlich, dass die Extreme, zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, und jetzt machen wir dann Schluss, dass die Lichtgeschwindigkeit bei Lichtgeschwindigkeit, und da habe ich gerade gesagt, da schauen wir uns jetzt kurz nochmal diese Formel an. Auf die bin ich ja im zweiten Teil eingegangen, ganz am Anfang. Beziehungsweise im ersten Teil. Wenn wir die jetzt anschauen, haben wir ja gesagt, dass diese Lichtgeschwindigkeit letztendlich eigentlich schon beweist, diese Bewusstseinskurve, wo wir auch haben. Es wäre jetzt übrigens sehr interessant, wenn es einen interessiert, dass man hier mal, wo das dann hochknickt. Wie lange
wie lange diese Kurve praktisch bei 1 bleibt und wann eigentlich in Zahlen gerechnet, wenn das hochgeht und hier dann ins Unendliche geht. Das ist eigentlich das Erwachen. Ja. Das ist der Punkt, wo praktisch der Raum in einem Punkt zusammenfällt und die Zeit ewig wird, in der Formel. Okay? Mhm. Dass ich jetzt hier nochmal sage, dass hier ein Riesenfehler ist, das ist, dass die Wurzel nicht verstanden wird. Das war ja unsere Sache hier jetzt im zweiten Teil. Dass wenn wir hier Normalgeschwindigkeit oder was Stehendes an Stehen beobachten und denken, ist diese Formel praktisch gleich Null. Dann heißt es 1 durch Wurzel 1 und da für einen normalen Physiker Wurzel 1 einfach nur 1 ist, ist es 1 durch 1 und dann wird dieses Gamma oder das Gimmel 1. Das ist jetzt hier dieser Bereich. Das Problem ist aber, dass Wurzel 1 ist plus 1 minus 1. Ja. Wenn man es wirklich vollkommen zieht, ist Wellenberg und Wellental. Das heißt, wir haben einen Geist und die Wurzel, dass er überhaupt was wahrnimmt, dass er zu etwas wird. Er selbst bleibt immer derselbe Geist, aber plötzlich kriegt er eine Form, und zwar eine plus 1 minus 1 Form. Das Abstrakteste überhaupt, das genau genommen nichts ist. Ja. Dann haben wir hier praktisch, wenn wir das jetzt ganzheitlich sehen, und ich habe gesagt, wir können jetzt sagen, das ist Synthese, These, Antithese, plus minus, aber dieses 1 plus 1 minus 1 ist ja 0, dann haben wir, die Wurzel ist 0. Genau. Dann haben wir 1 durch 0 und das darf man nicht machen. Da müssen wir jetzt vielfältig darauf eingehen, wie oft geht die 0 in die 1 rein. Manche sagen unendlich oft, aber jetzt haben wir wieder das Alles, das Unendliche und das Nichts ist im Prinzip dasselbe. Ja, genau. Was passiert jetzt, Karin, das habe ich im zweiten Teil eben nicht angesprochen, was passiert jetzt, wenn wir hier diese Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, zur Lichtgeschwindigkeit machen? Dann ist da gar keine Bewegung. Da passiert gar nichts, weil dann dasselbe wieder ist. Pass auf, dann haben wir nämlich 300.000 durch 300.000. Exakt. 300.000 durch 300.000 ist 1 im Quadrat, 1 im Quadrat ist 1. Exakt. Dann haben wir 1 minus 1 und was steht dann da? 0. 1 minus 1 ist 0. Das heißt, egal was wir hier verändern, wenn wir die Wurzel ganzheitlich sehen, bleibt es da drunten 0. Genau. Das ist ganz klar. Wenn wir jetzt die Masse einsetzen, jetzt können wir die Formeln können wir jetzt anschauen, wenn wir die Masse einsetzen, dann wird die Masse unendlich. Ja. Es ist ein ewiges Hier und es gibt ein ewiges Jetzt. Ja. Und alles, was du denkst, denkst du jetzt und du denkst es hier. Und sobald du dich dann wohin denkst, bist du, jetzt bist schon, sobald du dich wohin denkst, kann sich Geist irgendwo hindenken? Das geht nicht. Kann sich in deinem Geist was bewegen? Pass mal auf, machen wir mal was ganz was einfach. Wir denken uns jetzt einmal einen träumenden Geist aus. Wir wissen alles, was der träumende Geist in seinem Kopf, den wir uns jetzt bewusst ausdenken, wie ein Kino zu sehen bekommt, ist ja in den Kopf drin. Der träumende Geist sieht immer nur das, was er jetzt denkt, und alles, was er denkt, kommt letztendlich aus ihm selbst. Exakt. Das ist eine Erinnerung. Ein Erwecken in seinem Innern. Jetzt pass auf, wir denken uns jetzt einmal, der träumt, der geht spazieren, und er grübelt über irgendwas nach. Der träumende Geist erlebt sich ja in sich selber als einen Menschen. Mhm. Wenn er nicht weiß, dass er träumt. Damit geht er in die Vergessenheit. Jetzt ist interessant. Und plötzlich schaut er zum Himmel, schaut die Sonne an. Das heißt, die er, während er über was nachgegrübelt hat, ist ja immer nur das da, was er denkt. Und plötzlich denkt er an die Sonne und schaut die Sonne an. Hat die Sonne in seiner Cyberspace-Brille. Und jetzt ist die große Frage, wo kommt die Sonne her, die er sich ausdenkt? Ja, exakt. Ist jetzt die, fängt jetzt die, wo strahlt die eigentlich ihr Licht hin, wenn das in seinem Kopf drin ist? Ja, genau. Jetzt sind wir bei dem einen Licht im Tetraederspiegel. Ja. Ich nenne das auch immer die Lampe im Projektor. Sobald du eine Lampe im Projektor siehst, ist der Projektor schon was Ausgedachtes und die Lampe im Projektor ist was Ausgedachtes. Das ist nicht der rote Projektor mit der roten Lampe. Exakt. Sobald du ein Programm denkst, das in Erscheinung tritt, ein Programm kann nicht in Erscheinung treten. Du brauchst die Gnede, du brauchst die Form. Da wir uns jetzt die Gnede als ein Ding ausdenken, ist die Form nichts. Hm. Wenn wir jetzt aber wissen, dass diese rote Gnede was nicht Denkbares symbolisiert, nach der Gleichung müssen wir die andere Seite, die Gedankenwelt, die hier gespiegelt ist, wird dieses Nichts der Form zu etwas. Mhm. Das ist der Trick dabei. Ja. Wir drehen jetzt das nur um. Wir machen den Geist zu etwas und dann sehen wir, die Formen des Geistes sind wie die Formen der Gnede. Es ist immer nur dieselbe Gnede. Wenn wir jetzt wissen, dass diese Gnede aber eigentlich was nicht Denkbares ist,
wird die Form der Gnade zu dem Gedachten, das jetzt in Erscheinung tritt. Und all das ist vorgestellt. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es ist von dir gedacht und es ist untrennbar mit dir verbunden. Auch der Einstein. Und jetzt sind wir so weit bei dem Einstein. Wieso weiß der Einstein das? Wieso hat dieser Lorenz eigentlich diese Lorenz-Kontraktion entdeckt? Wie will man das entdecken? Ich sage, ich kann mir jetzt höchstens den Lorenz ausdenken und ich denke mir, das ist ihm irgendwann einmal eingefallen. Aber wer bestimmt jetzt, dass den Lorenz, den ich mir ausdenke, das eingefallen ist? Ja, der sich das da mal den Lorenz ausdenkt. Bin das nicht ich? Ja. Und ich, das Einzige, was ich dir erkläre, dass du ich bist. Du bist der, der sich das alles ausdenkt. Aber im Spiel bin ich immer lieber ich und du, du. Das, wenn man es bewusst macht, ist, das müssen wir nichts verändern. Verstehst du? Das ist ja nur die Frage von Bewusstheit. Ist dir jedes Mal bewusst, was du bist, oder glitschst du immer wieder weg in deine Rolle? Ja, manchmal mache ich das auch bewusst, dann gebe ich dem Affen zu. Ich mache das immer bewusst. Das ist entspannt. Ich nicht. Du wirst doch wohl nicht glauben, wenn ich jetzt zum Beispiel real, wir sagen jetzt einmal, du glaubst, du bist die Karin, und dann ist ja die Karin, der Udo ist ja schon lange in dir drin. Realisiert in deinem Gesichtsfeld ist er das erste Mal in Weißenburg auftaucht. Jetzt sind wir wieder in einer raumzeitlichen Geschichte. Wir blättern jetzt ein bisschen zurück in deinem Buch, in dem Karin-Buch. Das ist ja schon viele, viele Jahre, wo hier die heilige Holly hier mit dem Udo sich beschäftigt hat und mit den Ohrenbohrungen. Und dann läuft dann einmal die Neugier, dass in dem Weißenburg praktisch 2017 der Udo das erste Mal in deinem Gesichtsfeld aufgenommen hat. Aufgetaucht ist, Entschuldigung. In Bezug immer ganz bewusst, ich spiele ja bloß die Rolle der Karin. Udo selber als Gedanke war schon viel, viel länger da, viele, viele Seiten vorher schon da. Und ja, immer wieder, wenn ich in dir auftauche, egal als was, als Gedanke bloß, als Buch, ich bin du, du bist ich, dann bist du ein Auserwählter. Nämlich ein Geist, der von mir vorbereitet wird, dass er wach wird. Und das wiederum ist die Grundvoraussetzung, dass man das erste Mal an der Rolle überhaupt nichts verändert. Da mische ich mich überhaupt nicht ein. Das ist, du musst dich bloß zurückziehen. Das ist einmal das Entscheidende. Aber was natürlich verrückt ist, wo wir uns dann das erste Mal einen Arm genommen haben, dass ich mich eigentlich, ich nehme mich bloß immer selber in den Arm. Das ist eine ganz andere Form von Liebe. Die hat ja nichts zu tun mit Schmalz. Weißt du, darum spreche ich gerne eine derbe Sprache, dass ich dir wirklich als vollkommen normaler Mensch erscheine. Wie sollte ich denn dann erscheinen? Das ist jetzt hier auch so eine Kleinigkeit. Kleinen Moment. So, das ist ein kleiner Auszug aus Ich bin du. Den habe ich so oft erwähnt, das ist so unendlich tief. Lass uns den ganz kurz nochmal durchgehen, dann machen wir Schluss. Er ist der Verstehende. Wenn du mit ihm in Kontakt treten willst, wird er dir nicht anders erscheinen als irgendein anderer normaler Mensch. Wie könnte er dir auch anders erscheinen? Es gibt nichts anderes, wodurch er dir erscheinen könnte, als die Eigenschaft eines normalen Lebens. Normierten Lebens. Es sieht aber nur so aus, als habe er nichts gelernt und sei jegliche Art von Torheit und Irrtum behaftet. Wie könnte er dir auch anders erscheinen? Reines Verstehen ist Kommunion. Für dich als normalen Menschen gibt es keine andere Kommunikation als Resonanz mit dem Bekannten. Da du als normaler Mensch nur das Bekannte erkennen kannst, das heißt das, was dein Schwamm hergibt, du kannst nur die Bilder aufbauen, die dein Intellekt dir zur Verfügung stellt. Und darum ist es, wenn du auf der Seite 10 bist, kannst du von dem eigenen Leben, das du hast, nur das Wissen eines 10-Jährigen aufschmeißen. Ja. Wenn du 10 bist, wirst du das Wissen eines 10-Jährigen haben, du wirst die Probleme eines 10-Jährigen haben, und wenn du in den Spiegel reinschaust, wird im Spiegelbild ein 10-Jähriger erscheinen, der genauso aussieht, wie dein Programm dir das vorschreibt, das bin ich. So sehe ich aus. Okay? Na klar. Wo war man? Gibt es auch keine besondere oder exklusive Kommunikation mit der dir die Wirklichkeit darstellen könnte? Es gibt keinen exklusiven Zustand der Wirklichkeit, der für dich als normal in Erscheinung tritt, ohne dass du meine Wirklichkeit dabei fragmentierst. Fragmentierte Wirklichkeit, das wirkende Licht, ist die Lampe im Projektor und die wird über das Display bei unserem Video Bimeer heißt im Meer. Aber nur zu einer begrenzten Wahrheit. Das ist das momentane Bild, das wir projizieren auf unsere symbolische Blatt- und Leinwand. Okay? Ja, na klar. Zum Phänomen Wahrnehmungseinheit. Das ist jetzt schon der Unterschied. Reden wir von dem wirkenden Licht oder von einer Waage in eine Wahrnehmungseinheit. Und die verändert sich von Moment zu Moment, von Augenblick zu Augenblick. Es gibt für dich jedoch ein Verstehen der Ursache deiner Wahrheit. Der Verstehende steht außerhalb jeglicher Wahrheit.
Das heißt, er ist über der Tasse. Ja. Er sieht, wie die Deppen, die noch in der Welt der Perspektiven leben, streiten, welche Perspektive richtig ist. Wenn sie dieselbe Tasse anschauen, setze für Tasse Religion. Er sieht, wie die Deppen, die über Religion streiten, über die Perspektiven der göttlichen Religion, die zersprungen ist in viele verschiedene Religionen. Und diese Religionen wiederum, zum Beispiel das Christentum, zersprungen in diese vielen unterschiedlichen Sekten. Jetzt denk wieder an unseren Katzen, unseren Standwerfer. Das ist das Bild, die Bilder sagen dir das. Es scheint, er ist unauffindbar. Man kann ihm nicht folgen, geistig folgen, ohne die eigenen Wahrheiten zu verlassen. Ja. Wenn ich behaupte, der Henkel ist links und du behauptest, der Henkel ist rechts, wirst du niemals diesen Henkel links zu sehen bekommen. Exakt. Das Richtige, deine Vorstellung von richtig, jetzt machen wir es anders, schlechtes Beispiel, du behauptest, der Henkel ist in der Mitte und ich sage, das Ding hat keinen Henkel. Oder ich sage, ja, der Henkel ist in der Mitte und du sagst, da ist kein Henkel. Noch besseres Beispiel. Du wirst niemals den Henkel zu Gesicht bekommen, wenn du dich nicht auf meine Position bestehst. Ja. Aber du kannst mir nur Geist, den Weg kann man nur mit Geist gehen. Natürlich in dem Beispiel kannst du natürlich um die Tasse rumgehen, aber dann machst du dich ja hier selber zu einem Objekt, zu einer Perspektive. Wenn ich jetzt das Wort Religion setze, sieht es wieder anders aus. Mhm. Oder Politik. Rechts ist richtig. Nein, links ist richtig. Ja, klar. Alles geistlose Schwätze sind Figuren in einem Traum, es sind vergängliche Protagonisten, Tode, die ihre eigenen Toten begraben, weil sie sich ein Leben lang selbst zum Affen machen, weil sie die Weisheiten ihrer Deppenprofessoren nachäffen. Ja. Und immer dran denken, ich bin jetzt nicht beleidigend. Die Deppen sind die Deppen. Mach deine Deppen auf, mach deine geistigen Augen auf. Solange du durch Trockennasenaffen schaust, wirst du auch nur Trockennasenaffen Wissen zu sehen bekommen. Na klar. Gut? Alles gut. Alles gut. Man kann ihn nur als etwas Reines, Ungewöhnliches, Unfragmentiertes verstehen. Er ist nicht spirituell, er ist nicht religiös, er ist nicht philosophisch, er ist nicht moralisch, er ist nicht rechthaberisch, er ist nicht esoterisch, er ist nicht exoterisch. Das sind alles, ich bin vollkommen normal als Brüsseluder, wenn ich auftauche. Ja, natürlich. Ich gehöre keiner Strömung an. Er scheint immer das Gegenteil zu sein von dem, was für dich das Normale ist. Wenn du ein militanter Nichtraucher bist, dann rauche ich, wobei ich zurzeit nicht rauche. Wenn du ein Raucher bist, dann bin ich Nichtraucher. Mhm. Wenn du einer bist, der keinen Henkel sieht, bin ich der, der den Henkel sieht. Ja. Wenn du behauptest, da ist ein Henkel, sag ich, der ist doch gar nicht da, wenn du ihn nicht denkst. Ja. Er scheint immer mit dem zu sympathisieren, was du ablehnst. Warum? Weil ich dir die Seite, die dir fällt, ersichtlich machen will, durch Bruder. Exakt. Bisweilen und im Laufe der Zeit scheint er daher auch alle möglichen Überzeugungen zu vertreten. Da es für ihn keine Grenzen gibt. Er ist nicht konsequent. Er hat kein Image. Manchmal verneint er, manchmal bejaht er. Manchmal verneint er, was er bereits bejaht hat und manchmal bejaht er, was er bereits verneint hat. Jede Art von Weisheit scheint auf den ersten Blick spurlos verschwunden zu sein. Um es kurz zu sagen, gerade das ist die wirkliche Weisheit. Ja. Er vertritt überhaupt keine Wahrheit. Deine Wahrheiten, ich vertrete das Licht in der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Deine Wahrheiten sind nur der enge Blick durch das Fernrohr deines Egozentrums. Oder der Blick auf den Computermonitor. Oder der Blick auf den Handybildschirm. Das ist doch nichts anderes. Deine Wahrheiten sind doch bloß hier Wahrheiten, die du irgendwelche Internetseiten, die du nachplapperst. Die ganzen Blogger, diese Idioten, die Zeitungen wälzen und dann das Weltgeschehen interpretieren. Dass sie sich ausdenken, weil sie die Seite angeschaut haben. Was sie sich gar nicht ausdenken würden, wenn sie die Seite nicht aufmachen würden. Wo sind die ganzen Seiten, wenn du sie nicht ausdenkst? In dir drin, in dem Internet, in Gott. Die von dir wahrgenommenen Phänomene sind nur deine überzeichneten Fragmente meiner ganzen Wirklichkeit. Mein Menschensohn ist die zeitlose Wirklichkeit. Und der, ich bin du. Ich bin der, der sich das jetzt ausdenkt. Nicht irgendein Gedanke. Seine Lebensweise lockt daher jeden nur zu verstehen. Seine Existenz straft alle egoistischen Wahrheiten als Lüge. Er zeigt dir die geistige Sackgasse, in die du von deinen dogmatischen Wahrheiten und den Versprechungen und Hoffnungen angetrieben gelaufen bist. Genau genommen von den Wahrheiten deiner Lehre, die du zu deiner Meinung gemacht hast, obwohl es eine andere ist.
Du wirst in dir nur Nachahmungen von wirklicher Freiheit und Freude finden. Er demonstriert dir die Vergeblichkeit aller aktiven Bemühungen, die nur von einem egoistischen Ich möchte angetrieben werden. Ich will nicht sterben, ich will reich sein, ich will gesund sein. Ihn zu verstehen, ist deine einzige Möglichkeit, zu mir zu finden. Wohlgemerkt, das Buch heißt Ich bin du. Die Suche nach dem, der uns ausdenkt, das bin doch ich. Ja. Wirkliches Verstehen ist ohne Antwort, ohne Konsequenz. Ein Verstehen, der lebt als freier Mensch in allen normalen Menschen. Zumindest in denen, die ihn jetzt ausdenken. Ja. Mit Sicherheit in dir, weil du mich jetzt ausdenkst. Das Wunder meiner Genesis, allen möglichen Möglichkeiten, die sind und waren, im Jetzt verschmelzen. Kleiner Mensch, mein Menschensohn weint um dich, dass du verstehen mögest. Warum hast du nach all dem noch nicht verstanden? Verstehen ist das Einzige, was du nicht getan hast. Du hast begriffen, du greifst noch danach, darum bist du noch im Reifen. Du hast nun alles gehört, aber du verstehst immer noch nicht. Der Mensch des Verstehens überschlägt sich vor Freude, weil er ohne Zeit ist und sieht, dass du doch schon alles verstanden hast. Wenn du auf der Seite 6 bist, sehe ich dich schon auf der letzten Seite. Verstehst du? Weil ich ja alles jetzt sehe. Absolut, natürlich. Er schaut die Welt an und sieht, dass alles und jeder immer verstanden hat. Ja. Was in dir, dem Normalen, schläft, sieht er auch wach. Er sieht über Zeit und Raum. Er sieht, dass es nur das Verstehen gibt. Mein Menschensohn ist überwältigt vor Glück. Wahrlich, er sagt zu dir, siehe, es gibt nur diese Welt vollkommener Freude, wo jedermann glücklich ist und alles voller Glückseligkeit ist. Vorausgesetzt, du denkst dir bloß diese Welt aus. Sein Herz ist voller Tränen über die endlose Schönheit und Harmonie meiner Wirklichkeit. Ich kann mir selbst einen Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler ausdenken und mich so freuen, weil das so geniale Fehler sind. Stimmt. Er hat das begriffen. Doch dich scheint es nicht zu interessieren. Er ist für niemanden von Interesse. Er ist ein Spinner, ein Schwätzer, der glaubt, er ist Gott. Wer bestimmt jetzt das, dass der Udo, den du dir ausdenkst, das glaubt? Ich verweise hier an den Zeitungsbericht hier in Weißenburg, im Weißenburg-Vortrag in der Weißenburger Zeitung. Mhm. Das sind nur von hinten bis vorne nur Lügungen und Behauptungen. Zeig mir eine allereinzige Stelle, wo der Udo, wenn er in dir auftaucht, behauptet, dass er Gott ist. Ich sage immer wieder, ich bin ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Du bist Gott. Oder dass er der neue Messias ist. Ich sage immer wieder, der bestimmt, wie die Sachen sind, ist der Schöpfer. Der Udo kann sich doch nicht raussuchen, was du dir denkst, wenn du an den Udo denkst. Als Gedanke von dir. Er wird von vielen nicht bemerkt. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Die Toten ihre eigenen Toten begraben. Das sind aber doch nur Gedanken, die wiederum nur existieren in uns, wenn wir sie ausdenken. Ihr scheint euch alle in eurer Angst wohlzufühlen. Das sage ich zu den Geistesfunken, da keiner von euch verstehen will. Wenn deine Intelligenz schläft, ist rot geschrieben, wie könntest du ihn da auch bemerken? Doch wo meine Apokalypse, meine Enthüllung, wird viele erwecken. Geben ist nur ein anderes Wort für Liebe. Geh ist eben. Der Geist, wenn er in Erscheinung tritt, ist eine polare Existenz. Roter Geist mit so einer polaren Existenz. Ist aber genau genommen, da wir Plus und Minus immer gleich haben, unsere Wurzel, ist es nur ein anderes Wort für die rote Liebe. Lausche dieser einsamen Stimme in dir, lausche den Worten meines Menschensohns, sie werden dich zu meiner Wirklichkeit führen. Jetzt ist die große Frage, jetzt hast du einen Lautsprecher geraust. Was passiert, wenn du da sitzt, jetzt normal gedacht und du liest es? Wer spricht diese Worte eigentlich in dir? Ja, wer spricht diese Worte, wenn du das liest? Hast du dir schon mal aufpasst? Kennst du die Stimme, wenn du das Buch liest? Absolut. Steht jetzt da nicht, lausche den Worten meines Menschensohns und steht nicht ganz am Anfang, ich bin du? Ja. So, das war das Wort zum Sonntag, Karin. Ja. Lass es dann gut sein. Merkst du, einmal drüberfliegen mit normaler materialistischer Logik, diese unvorstellbare Arroganz in diesen Figuren, die du dir ausdenkst. Dieses so Wissen, dieses, egal ob du religiös arrogant, esoterisch arrogant oder naturwissenschaftlich oder politisch arrogant bist, diese Arroganz auf ihr Wissen, was de facto überhaupt nicht ihr Wissen ist, überprüfbar. Was ist noch von dir über, wenn ich dir alles, was in deinem Schwamm drin ist, rausquetsche? Na, gar nichts. Beziehungsweise dann eben alles. Ich fülle keinen neuen Wein in alte Schläuche. So ist es. Das heißt, ich muss dich zuerst einmal wieder jung machen und ich mache mir immer unsere Tasse, wo ich sage, solange in der Tasse noch
Kaffee drin ist, solange du dich noch zum Affen machst. Und wenn es nur ein kleiner Hauch ist, schenke ich dir keinen reinen Wein ein. Jetzt muss ich darüber nachdenken, was das für mich bedeutet. Oh. Du hast so lange Zeit. Und ob jetzt das Pixelmännchen Karin sich da Gedanken drüber machen kann, ob es die noch gibt, wenn du nicht mehr dran denkst, ist eine andere Frage. Was mit Sicherheit immer da ist, ist der sich jetzt die Karin ausdenkt. Und den Udo. Mhm. Und die sich jetzt auflösen werden, weil jetzt lassen wir es gut sein. Okay? Danke. Tschüss. Von Herzen.